I believe I can fly. Whoa, mich schleicht. Nervt manchmal. Aber hier ist anscheinend eine verkehrsberuhigte Zone. Weil jetzt gibt er Gas auf 50. Hallo Geisterstadt. Das wollten wir doch eigentlich vermeiden. Ja. Oh, what the fuck ist da passiert? Ich fliege irgendwie 100 Meter durch die Luft. Keine Ahnung. Aua! Das geht ja. Das geht ab hier. Und? So muss das. Und Punktlandung. Ja, warte mal. Das machen wir mal. So, dann kriegen wir wenigstens ein bisschen überschüssigen Schaden in den nächsten Schuss. One-Shot-Phase. Und? Wow, okay. Okay, der ist gut. Der ist zu gut. Bye. Have a great time. Wie sieht's hier aus? Jo, die spawnen wieder. Woo! Jo! Jo! See ya! Woo! Yeet! Out of the map! Das ist es wert. Boxes, Storage Boxes. Hallo? Durchgangsverkehr? Demnächst verlange ich Zoll. Was? Der ist tot. Ja, genial. Frisst du Strom, du Schrotthaufen? Ah, fast. Jetzt aber. Hä? Lass mich doch verarschen. Wieso hatte der denn jetzt mehr Schaden gemacht? So, so geht's. Aha. Das habe ich ja noch nie gesehen. Doch. Merkwürdig. Vorsicht! Ich wollte jetzt auf den Klicks fest gegen die Brücke. Um.
Ich sag mal, Austin Powers Style. Hat das Ding keinen Rückwärtsgang? Ruhe im Karton oder ich steck dich hinein. Die hatten einen Sprung gelegt. Warte mal, das will ich selber. Das will ich klippen. Tschüss, tschüss. Da kommt er. Er ist down. So schnell geht das doch. What? Ja. Das ist unser Zeichen. Gehen wir. Bitte was? Backst du? Ich steig die ganze Zeit nur in die Luft. Bin ich verpackt? Hilfe! Ich sehe dich nicht. Ich glaube, ich hab das Spiel kaputt gemacht. What the hell? Ich bin im Siegflug. Also, ja, er ist down. Oh. So schnell geht das doch. What? Ja. 6,5 Stunden später. Was? Ich steig die ganze Zeit nur in die Luft. Zweiter Tag. Bin ich verpackt? Hilfe! Dritter Tag. Ich glaube, ich hab das Spiel kaputt gemacht. Eine Ewigkeit später. What the hell? Ich bin im Siegflug. Gaming-Wohnbereich. Eine Chill-Lounge. Oder Chill-Lounge, genau. Die Sitzplätze. Mit einer kleinen Bar. Wow, mich legt's. Und ich stehe wieder. Tanzen wir. Feindkontakt. Ich leg mich alle Einheiten zu diesen Koordinaten. Sofort. Ich sag nichts. Hier Zentrale. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Ja, moin. Weiter geht's mit Seven Days to Die. Das gestern war eine Grütze, das da eine Stunde, die in der bei mir die Grätsche gemacht hat. Hoffen wir, heute läuft's besser. Ein bisschen runterstellen, die Musiklautstärke. Ja. Wir wollten ja noch ein bisschen was verkaufen gehen beim Händler. Und dann drüben unsere neue Basis aufbauen. Hase! Hase! Komm her! Und du bist wieder verarschen. Ach. Junge, die Straße gehört nicht dir. Na gut, im Spiel schon, aber im echten Leben wäre das nicht so. Hat er irgendwas Interessantes? Ein Junker eine Handlebar? Ja, von einem Chopper-Motorrad. Kojoten verursachen mehr Prozent, 10% mehr Schaden. Und Schläger. Stahlknüppel könnte ich erstellen. Gut, da müsste ich erstmal Stahl herstellen. Für das Schmiede, das Rezept kann ich. Nee, das habe ich noch nicht wegen der. Wegen dem verdammten Schmelztiegel. So rum. Mann, der Arbeit war heute doch nicht so auslaugend, dass ich jetzt schon am Stollern bin. Oh. Warum nicht? Wenn er nichts Besseres hat, nehme ich die. Nehmen wir 1 Gewand für 10.000. Vergiss es, die baue ich selber, wenn es nötig wird. Was haben wir denn sonst? Unsere verkauften Sachen. Harter Kerl, Sonnenbrille für Standhaftigkeit. Stahlspitzhacke.
Mhm. Gesichtspiercings? Die habe ich auch noch nirgends gefunden. Das Infektionsrisiko ist nicht Herausforderung genug. Dann sticht dir doch Piercings von fragwürdiger Herkunft durch die Haut. Oh. Nein, danke. Nerdige Brille für 10% EP-Zuwachs. Hm, kann ich schon, aber für 3000 zu teuer. Ein Fahrrad für 7,5. Vergiss es, Junge. Die Kartoffeln für 30 könnte ich mir dann noch welche holen. Machen wir so den Bauplan für die Pumpgun. Und jetzt noch. Ach, nee. Die 5 Stück kosten insgesamt 30. Okay, gekauft. Benutzen. Und aus denen hier machen wir erstmal eine Saat. Platz sparen. Hat der Automat noch was? Schlosser knacken? Nee. Nutzert. Stromflächen? Ja, nee, nutze ich eh nicht. Wasser kann ich selber, die kann ich herstellen selber. Gesundheitsbonus, kritischer Rüstungswiderstand, natürliche kritische Heilung. Klingt zwar nicht schlecht, aber nee, muss ich sein. Nicht aktuell. So chaotisch die letzten Tage waren, in den letzten Streams habe ich es ja erwähnt. So ruhig war der heutige. Wir haben gut aufarbeiten können, na, mein. Die Pumpgun müsste ich an einem Werkzeugtisch bauen und die muss ich erst noch herstellen, weil... Ja, aber da Schraubenschlüssel fehlt, geht das noch nicht. Work. Da haben wir die erste Kartoffelsaat, Maissaat, Kartoffelsaat. Animal Feed, warte mal, wie war nochmal das Rezept für das Chicken Coop? 2 Eier, Pflanzenfasern, ich habe 2 Eier. Pflanzenfaser müsste ich noch da haben. Nicht genug Pflanzenfaser. Na, okay. Eier, Pflanzenfaser und der geht dort rein. Wir haben genug Maissaat. Es fehlt ein Nitrat für die Felder. Die wollen wir auch bauen. Irgendwann mal. Wir haben schon das halbe Rad zusammen. Wie nur die 2 Räder. Ich glaube, hierfür brauche ich die Rohre zum Reparieren. 45, nein, die 45er ACP. Ja, warte mal. Das kommt hier rein. Das schmelzen wir. Klebeband, unser bester Freund hier. Hauptsache nicht wie letztens, würde mich jetzt noch irgendwas überraschen. Wo landet das Ding denn? Am anderen Ende der Stadt. Ich muss das mal durch. Oh Gott. Nicht zu Fuß. Aber bevor ich es jetzt vergesse. Ein Hühnerstall bitte. Wenn man so diese Grundlage, was Essen und Trinken angeht, gemeistert hat, dann ist 7 Days eigentlich nicht mehr so schwer. Vor allem mache ich es mir aber noch leichter durch die Mods und die Welteinstellungen. Dem Feld hier ist, glaube ich, eh nichts zu haben.
Hinten gibt es aber drei Wildschweine. Nee. Keine Wildschweine. Das eine letztens hier hat mich schon überrascht. Und das hat mir gereicht. Hat mir den schon ausgenommen? Nee. Oh, Chrysanthemensamen. Was für ein Buch ein Animal Coop in Snare. Ja, da beschreibt das Ding ja genügend, um alles zu wissen. Sind wir hier auf der richtigen? Ja. Junge, zurück mit dir in die Gosse. Sag doch zurück, Kniescheibe. Ja, Hauptsache, hier ist kein Zombie neu gespawnt. Ich glaube mal, das ist so schnell nicht möglich. Hallo? Sieht nicht so aus. Haben wir hier was? Wir hätten hier sogar noch was zu essen zum Kaufen. Das nehme ich mir natürlich. Dann ist auch draußen der Automat wieder gefüllt. Gib mir was Geiles. Zwei Lammrationen für jeweils 60, eine Dose Birne, Hühnchenration. Jetzt so ein Scheißwetter. Ich habe kein Geld mehr. What? Na gut, wir haben genug erstmal. Und dann, na komm, da wird er vorher erstmal gefordert. Wobei davon bringt er eher zu trinken als zu essen. Das ist auch noch leer. Komm, Nitrat. Und Gammelfleisch. Aber bevor ich den vergesse, den haben wir einmal rein. Ist nur die Frage, wohin. Als ich das letzte Mal gestreamt hatte, beziehungsweise als ich die erste Welt angefangen hatte, die mittlerweile verworfen ist, war ich... Nee, das war privat, da hatte ich eine Tankstelle und nicht sowas hier. Wohin jetzt damit? Sieht zwar nicht schön aus, aber da wird er seinen Nutzen verrichten. Jetzt zeig mal an den Rahmen. Geht mir nicht weit genug. Wobei ich weiß nicht, ob das hier noch das müsste aber dazu zählen zu dem POI oder nicht. Notfalls basteln wir uns noch einen. Und prügeln den hier draußen irgendwo hin. Ganz einfach mal. Nee, das wird nicht einfach. Das hat zu viel HP. Der muss erstmal irgendwo draußen ran. Dort hinten ist er zu weit weg. Nein, den will ich jetzt noch nicht sehen. Schön wäre es, wenn der hier... Ich glaube, das sollte reichen. Da machen wir es ganz einfach. Einmal das weg und... Ich trottel, ich habe doch die Schaufel dabei. Weg und darunter nochmal. Ja, jetzt da rein.
Einmal anzeigen. Schade, dass die sich so überlappen und dass sie nicht addiert werden. Aber da kann ich wenigstens den drin abbauen. Damit passt das. Die Führer nach unten. Wir haben genügend zu fressen. Dann will ich das Ding nicht vergessen zu bauen. Runter die Leiste damit. Ja. Jetzt machen wir aber erstmal hier drüben die eine Mission für den Händler. Ich glaube aber nicht, dass wir die komplett abschließen. Aber ich mag gerade eins. In der einen Welt, wo ich angefangen hatte, war hier drüben genauso Laden. Ja, die Stadt ist halt aus gewissen, aus vorgefertigten Blöcken zusammengesetzt. Aber was will. Oh, es heitert wieder auf. Schön. Aber was willst du machen? Ist immerhin ein gutes System, um eine recht unvorhersehbare Stadtgenerierung zu ermöglichen. Und nochmal eine Flasche Säure. Geht es wieder das Loot-Glück los? Hallo? Hallo? Toll, ich habe dir die Meister daraus hergestellt. Haben wir da jemanden? Bis jetzt noch. Oh, ein Krankenwagen sehe ich da. Kommen wir da ran? Ne? Mist. Aber so. Da kommt was Gutes, was Gutes. Na, Fortbei jetzt immerhin was zu verkaufen. Ich habe wieder 5 Bandagen. Das ist auch schön. Die ist verschlossen. Ich muss mal vorne rein. Ach, so einer ist das. Ja, den kenne ich schon aus dem privaten Zocken. Was? Man kann durch die hindurch die anvisieren. Geil. Kniescheibe. Und das Köpfchen. Junge, pack deine Duschbrause weg. Niemand will das sehen. Beste Zeug werden wir hier natürlich nicht finden, aber immerhin mitnehmen, was geht. Oh, der war gut. 227 Messing, 2 Messing Heizkörper, eine Blechdose. Ich bin jetzt schon überlastet. Na toll. Ich bin noch nicht mal durch das ganze Ding durch. Geil, den können wir jetzt herstellen. Was brauchen wir nochmal? Schraubenschlüssel. Geschmiedetes Eisenklebeband und mechanische. Da haben wir, glaube ich, alles zu Hause. Das heißt, wir können uns dann die Werkbank basteln. Warte mal. Ach, die ist schon auf. Hat der Kaffee überhaupt einen Verkaufswert? Nicht bei einem einzelnen. Schade. Oh, brennender Schaftmod. Verändern. Ich will den gerne tauschen. Genau deshalb. Na, Kollegin. Was machen die Experimente? Brennend heiße Ergebnisse? Geil. Altes Geld, das kann man nur verhökern oder zu Papier zerlegen. Ich verhökere es lieber. Oh, 4 Öl, okay. Bringt's.
Bringt ihr irgendwas? Nee, nichts bringt was. Nichts bringt ihr. Wasser, dass man wieder keinen Durst hat. Na komm, die Dose. Birn. Da ist der Hungerwesen so gut wie voll. Aber jetzt schon wieder so übervoll. Wie langsam möchten Sie heute rennen? Antwort: volles Inventar. Mal kurz die. Nicht die in den Mikrofonarm wegschieben. Ich sehe, das hat nicht komplett. Aber hier wird jetzt eh nichts mehr respawnen, weil wir den Gebietsschutzblock haben. Das heißt, wir packen jetzt alles hier in die ganzen Fässer, Container, Fahrzeuge etc. Ach, warte mal, wir hatten doch letztens noch den Taschenmod gelernt. Oder, das Ding rein. Und schon voll. Das Ding ist leider komplett hinüber. Na komm, fangen wir mal Pfeile, ein bisschen Blei in die Kaffeemaschine. Der Kaffee wird schon nicht schlecht schmecken. Scheiß auf Kaffee mit Red Bull kochen. Mit Blei und Pfeilen. Das bringt Tinte auf den Füller. Naja, letztes schon geleert. Aber den nicht. Blaubeersamen und ein bisschen Sand. Oder welchen Mod haben wir gerade in dem Kopfteil drin? Ach stimmt, wir hatten das gute Food, jetzt haben wir beides. Das heißt, saufen! Hallo? Okay. Ja, doch, dort nebenan. Du hast Würfelhusten, ich hör's schon. Doch. Boah, Mann, den hab ich gerade noch so was am Winkel gesehen. Junge, für einen Haarschnitt bist du ein bisschen zu spät dran. Du bist schon Kandidat für die Glatze. Oder für eine Köpfung. Ist das noch was Gutes hier? Da ist noch eine Tasche. Kann ich lieber gleich so hinstellen, dass ich den sehe, wenn er reinkommt. Jetzt schon wieder überlastet. Ich brauche unbedingt die Taschenmods. Nein. Sogar die Doppeltaschenmods. Nehmen wir mal. Die normalen für die Rüstung haben wir und die Doppeltaschenmods für die Kleidung. Das nächste. Ich kann es mir herstellen. Ich habe eine Mod dafür installiert. Na moin, der Chef ist nicht gerade der Klügste. Ja, leg dich erstmal hin. So, was haben wir hier an Lektüre? Oh, strukturelle Klammermod. Gerne doch. Aber wieso hat man auf dem Scheißhaus ein Bücherregal? Na, ich will es nicht genau wissen. Der Chef gönnt sich aber auch mal eine Auszeit. Na, geh hoch.
Haben wir Geier? Nee. Wett, willst du mich verarschen? Komm her! Dann halt so. Hallo! Das muss wehtun. Das muss spritzen. Blut wie Milch. Halt. Junge. Köpfchen. Schade, dass der Pfeil gebrochen ist. Komm. Was haben wir da? Selbstverteidigung. Nimm dir diese Tipps zur Selbstverteidigung zu Herzen und werde nicht selbst zur Beute. Verursache 10% mehr Schaden an Menschen. Aber hallo. Schade, dass man die nicht abbauen kann für Solarzellen. Die kriegt man nämlich nur beim Händler. Und das auch nur, wenn man diesen einen Skill auf Maximum hat. Aber das wollen die Pimps eh ändern im nächsten Update, dass es diesen Geheimvorrat beim Händler nicht mehr gibt. Okay, Schrotflintenturm und Schläger. Früher waren Baseballschläger der letzte Schrei, aber damals waren wohl schwächere Zombies unterwegs. Es ist Zeit, einen draufzulegen. Du kannst Stahlknüppel herstellen. Ja, aber wir haben hier oben den Jackpot. Es wird höchstens hier in solchen Dingen noch was geben, wenn überhaupt. Lass mal drüber gehen, die Dinger kaputt, weil sie durch die Textur glitschen. So, damit ist der Laden ausgenommen. Mal sagen, wir zerlegen jetzt noch das hier, bringen alles rüber und dann machen wir die Mission hier in der Nacht. Kurz noch die Keule reparieren. Saufen, was fressen. Haben wir denn überhaupt hier noch Platz für irgendwas? Für was decken? Nämlich viel. Na, wenn ich ihr das Inventar überholen muss, dauert das ein bisschen. Echt? Ich hab den. Stimmt, mit dem Pfeil, wo ich den Zombie drin abgeschossen habe beim ersten Mal. Okay. Wenn man den echt 500 Pfeile nur bräuchte, um eine Holzsäule zu zerstören. Wie viele würden sich einen Bogen holen? Da ist das noch irgendwo ein Container. Ja, komm. Warum nicht den Müll haben hier? Nach dem Ding von gestern schaue ich immer besorgt rüber auf OBS, ob unten die Anzeige noch. So, das ist alles okay. Aber zum Glück passiert sowas zu selten. Das ist das, was ich wirklich aufregen und beschweren würde. Vor allem wäre ich nicht der Typ dazu. Ich kann keinen verstehen, der sich unnötig viel aufregt über Dinge. Sag mal, was nicht funktioniert, okay, aber. Das war's dann auch schon. Na, ich hab schon jemanden gehört. Nee. Jo. Sogar eine Lootbeutel, komm her.
Oh, den Helm kannst du vergessen. Den schrotten wir, ein Footballhelm, da bringt nichts außer ein bisschen Plastik. Komm, Kniescheibe. Und Köpfchen. Aber mir gerade eines einfällt. Ich halte doch vorhin den Level ab. Ich wollte doch noch was lernen. Schaffst du so glücklich oder sagen wir was nicht? Chefkoch auf dem Level. Für die Eintöpfe. Da brauche ich den einen Punkt. Dann hatte ich noch vom Landleben. Da brauche ich einen Punkt hierfür. Das war Stufe 5. Das bringt nichts. Das war so hoch. Aber immerhin braucht man dafür nur noch eine Stufe. Looten werden wir nachher, wenn wir durch sind. Na? Junge! Oh! Erst wird man gar nichts an solchen Beutel und jetzt zwei auf einmal. Geschmiedeter Stahl, okay. Sie sind gefeuert! You're fired! Na komm, ganz raus. Ach nee, komm. Ja, ich mit dem Mistvieh. Der Geier soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Genauso der. Und die Dame. Und wir sind durch. Ach, was zum Verhöger, nur. Neues Buch. Geier sind üblicherweise in der Wüste zu treffen, weil letzte und sterbende Beutetiere ziehen sie an, verursachen 10% mehr Schaden an Geiern. Gerne! Und der Revolver? Den kannst du eigentlich nur verschrotten. Das ist so ein Revolver, beziehungsweise so eine Waffe aus einem dieser Modpacks. Nicht Modpacks, aus diesen Mods, die ich installiert habe. Jagt mal so gerne. Und das gekillte Fleisch kann ich schon. Pfeil. So, was haben wir diesmal hier drin? Ach, nur Papier. Und gebrauchtes Scheißpapier. Oh, Honig. Gut. Das schwächste aller Antibiotika-Mittel hier. Oh. Standhaftigkeit plus 1. Da hätte ich mir den einen Level gerade sparen können. Na toll. Tragen. Beziehungsweise den einen Punkt. Hätte ich hier schon geskillt. Gibt es irgendwas auf Level 10 zum Freischalten? Na gut, eiserner Morgen. Länger den Atem anhalten. Bringt die Chance auf Rohrvergiftung auf Rohrinfektion. Gewehrteffekte dauern. Ja, nochmal 10%. Das ist nicht schlecht. Verletzungen heilen doppelt so schnell. Hier nur 80%. Und alle 6 Sekunden eine GP, also ein Gesundheitspunkt. Hm.
halt, die Karte auch schon zerlegen. Na toll. Was sucht eine Flasche Säure beim Friseur im Schrank und ne? Ein Kochtopf. Ich befürchte, die Herren Pimps müssen mal über die Loot Tables drüber schrubben. Nein, heute keine Dauerwelle, heute Dauertod. Ach, geschlossen. Wir renovieren. Ja, wir renovieren gut. Mit dem selbstgebauten Gewehr. Schaden pro Kugel, aber dafür fällt das Ding ja ordentlich ab. Reparieren und dich reparieren wir auch einmal. Da kommt die Waffe unten rein. Müssen wir jetzt nur über Munition mitschleppen. Da wäre es nicht schlecht, wenn man einen Munitionsgürtel hat, der das Inventar. Noch eine Flasche Säure. Wir können uns die Chemiestation bald bauen. Wir haben noch einen Messbecher hinten. Aber wäre nicht schlecht. Ist ja die Produktionsfrage, schlage ich Trottel. Aber wie gesagt, ein Munitionsgürtel wäre nicht schlecht, dass man hier an der Seite zum Beispiel noch so ein paar Slots hat für bestimmte oder für zumindest zum Beispiel ein, zwei Packen Munition. Okay, der Laden ist komplett ausgenommen. Den habe ich beim ersten Mal vorhin nicht gesehen. Na, geh auf den Hocker drauf. Wo haben wir sie denn? Ich habe sie gerade noch gesehen. Da. Rezept, Steinpfeil, 34 Stück. Da können wir das mitnehmen. Ist das noch was? Nee. Die Decke sieht aber nicht schön verputzt aus. Mal kurz was schauen. Oh, das ist gut. Wir haben den See direkt nebenan. Bei unserer alten Bude haben wir ja hier drüben den kleinen Tümpel. Also Wasser ist immer da. So, komm, gleich mit dem Thunfisch. Ich könnte noch was in die Autos packen zur Not. Ja, werde ich auch gleich machen. Schon viel besser. Schon sehr viel besser. Nur noch mit 3 überladen. Den verkaufen wir. Den behalten wir. Mal noch mit. Halt, wir haben drüben eines vergessen. Wir hatten doch dahinter, hinter dem Laden, noch eine Müllcontainer. Und vorne noch auf dem Parkplatz ein Auto, glaube ich. Ansonsten. Ja, doch, Joey. Richtig schlafen. Es ist spät genug. Wer will auf die Fresse? Gerne. Doch. Sorry.
Noch eine. Oh, das sah übel aus. Plötzlich war der Kopf so zur Seite gedreht, als hätte ich den gebrochen. Schönes Ding, du. Oh. Wir können das Fenster so weitergeht, wirklich das Rad noch bauen, bevor wir es vom Händler kriegen. Eine Dreier-Axt. Gebongt. Jetzt legen wir. Ach nö. Kein verdammter Köter. Doch, so eine verdammte Töle. Komm jetzt nicht hier drauf. Brenne, du Mistvieh. Brenne! Lecker Grillfleisch. Hoffentlich war das der einzige hier. Ups. Sorry. Ich wollte nur das Halsband. Da war halt der Kopf im Weg. Ah, schade. Aber das war wirklich interessenhalber. Wie sieht es mit dem Rad aus? Das normale, das Fahrrad können wir uns bauen, wenn wir uns ein Rad bauen können. Und ein Rad ist... Ich muss gucken, ob ich Kohle drüben habe. Dann ist das drin. Dann haben wir das schon. Mal, wartet mal. Das Rad selber. Der Jeep braucht... Ja, die Fahrzeuge brauchen alle Räder. Ist ja klar. Nee, dann heben wir die die verdammte Limo. Aber dann heben wir die Räder lieber auf, statt die von unnützes Fahrrad zu verwenden. Unsere erste Butze liegt da. Das stimmt ja, wir müssen ja eh Richtung Händler. Und eigentlich könnten wir auf das Gelände auch mal drauf. Da sind eigentlich nur Zombies und... Na gut, in dem einen Gebäude da drin war das letzte Mal, wo ich privat dort drin war, noch eine verdammte Hund... ja, noch eine Töle, noch ein Hund, so ein Mistvieh. Aber gut, auf dem Feld selber gibt es auch nichts Interessantes. Nee, lassen wir erstmal. Aber läuft bislang noch gut. Wo wir vielleicht mal hingehen, ist dort hinten zu dem Werkzeugwagen. Sache, da kommt keine Witze aus dem Feld raus. Das letzte, was ich brauchen könnte. Motorwerkzeugteile, okay. Eine Kettensäge ist fast komplett, was das angeht. Da sehe ich doch ein paar dreckige Füße hervorlugen. Hallo. Genau so.
Aber wir haben ja das Rezept für den Schraubenschlüssel. Wir brauchen 2 Klebeband, 4 mechanische. Die haben wir. Klebeband können wir uns selber zu Genüge herstellen. Wo haben wir jetzt den verdammten Kleber angetan? Oder haben wir den drüben gelassen? Ne, hier. Ein Kleber. Wir hätten sogar alles da. Wir hätten Säure, wir hätten Kohle. Wir könnten uns ein zweites Rad auf jeden Fall auch bauen. Aber das lassen wir erstmal. Was brauchte ich jetzt noch? Stofffetzen. Einmal das. Klebeband als Favorit festlegen. Das werden wir noch oft genug brauchen. Schraubenschlüssel. Und 12 Eis. Wir haben nicht genug, aber gleich. Sollte ich den einschmelzen? Den können wir doch nicht schmelzen. Ich dunsel. Komm, da schmelzen wir nebenbei mal noch alles ein. Tun hier. Es mangelt an Lehm. Scheibenkleister. Ja, fertigen wir erstmal, was wir können. Den Lehm brauche ich aber auch hier oben. Na komm, einen muss ich noch. Na, wobei, das brauche ich jetzt nicht mehr drin. Das rein. Wenn wir eh dann noch umziehen, ist alles, was ich jetzt einschmeiße, eigentlich auch unnütz. Was das eh wieder raus soll. Das heißt, ich brauche eigentlich doch den Lehm da drin. Verdammte Hacke. Weil den brauchen wir wahrscheinlich, um Gussform herzustellen. Nee, den brauchen wir gar nicht. Ich Idiot. Für die reinen Ressourcen nicht. Okay. Dann mach leer das Ding. Über den Lehmboden kriegen wir fast komplett wieder raus. Die 3, die fehlen, sind mir erstmal egal. Ja, man sollte sich auch alle rausnehmen. Und 2 Minuten. Oh. Können wir eigentlich schon mal, wobei zusammensuchen muss ich jetzt nicht unbedingt das Zeug, aber was ich brauchen könnte, na, jetzt habe ich das schon raus. Eisen, Lehm, ich brauche doch noch einiges an Kisten. Na komm, wir produzieren so viele wie gehen und der Lehmboden kommt dann raus. Das dauert eine Viertelstunde, Scheibenkleister. Das habe ich unterschätzt. Aber wir haben noch 2 Kisten auf Tasche. Apropos Tasche. Nicht Taschen, Taschennot. Nähsets brauche ich. Klebeband kann ich zu Genüge herstellen. Wie viel? Um 1. Um 1 und um 2. Die Doppeltaschen für die Kleidung also. Nähsets sehe ich hier nicht. Die habe ich hier drin. 30 Stofffetzen, 4 Klebeband und 4 Leder. Oh, Stofffetzen da.
Kleberwander Chemiekiste. Die Werkbank ist aber noch gesperrt durch den Vorteil, den ich brauche, nämlich Tüftler. Und dafür braucht es Level 4 auf Intelligenz. Na, aber wenigstens können wir den Schraubenschlüssel nehmen, um Autos zu zerlegen. Und andere Sachen. Wie sieht's aus? Na, das passt die Hälfte durch. Taschen für die Ach, ich brauche noch mal 4 Leder. Und einmal die 2. Der kommt mir unten auch in die Leiste. Verändern 2. Ändern und 2 ran. Ich schleppe jetzt schon mal den ersten Teil hier rüber. Und der erste Teil wird fast die komplette erste Kiste. So, sehen wir irgendwas in der Entfernung? Geier, Bären, Wölfe, die frechen Nachbarn. Ich glaube aber, mit dem Fahrrad wird es noch ein paar Tage bzw. ein paar Aufträge beim Händler dauern. Aber selbst wenn. Irgendwann ist es da. Wenn man sich mal überlegt, wie Seven Days sich in den Versionen seit damals, wo Pizmit das erste Mal gespielt hat, verändert hat. Pff. Hut ab, was die da hingelegt haben. Aber ich möchte nicht wissen, wie lange das noch dauern soll oder dauern wird, bis. Gerade keine Langweise dabei zum Auffüllen. Wie lange das noch dauern. Oh, warte mal, ich habe doch gerade gedrückt, da muss noch leer sein. Keine Lern dabei, hat ein Stack mit 50 da. Ja, aber ist auch die Frage, wie lange brauchen die Funpimps noch, um aus dem Spiel das zu machen, was sie sich vorstellen. Ne, den Stein brauche ich nicht. Na, los, renn, das Wasser. Oh. Aber das nächste Update wird auch nötig, dann werden solche Bugs mit der Wassergenerierung behoben oder hoffentlich behoben. Stört mich jetzt selber nicht, aber man sieht ja, dass es ungewollt ist. Nein, ich habe keinen Zucker für dich. Und den Kaffee kannst du auch vergessen, das reicht die Zeitung.
Junge, die Korre fährt zwar nicht mehr, aber trotzdem musst du nicht aufs Dach steigen. Sonst steige ich dir aufs Dach. Alles klar, das mache ich aus deinen Ohren noch einen Wäschetrockner. Ah, okay, oder so rum. Ohne Ohren kein Wäschetrockner. Hier kriegen wir noch ein was weg. Da haben wir noch kleine Mülleimer. Die habe ich ja ganz vergessen. Aber wohin kommt das Lager? Ist die große Frage. Ja, ich muss die Sichtweite so einstellen, dass das Exit-Schild auf den paar Metern hier nicht mehr zu sehen ist. Schade eigentlich, aber ja, was willst du machen? Eigentlich könnte man das Kisten doch einstecken. Okay, das hier hinten ist schon der Block. Aber das würde ja bedeuten. Nee, das geht ja nicht. Schade, dass man keine halben Blöcke in eine andere halbe Blöcke setzen kann. Wie sah es denn unten eigentlich aus? Hier haben wir eigentlich genug Platz. Und das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Wenn ich die Tore aufhaue, könnte ich hier drin ein paar Fahrzeuge runterbringen und hier runter gehen und hier das Lager hinsetzen. Ja, klingt nicht schlecht. Die Räume hier unten könnte man ja lassen. Das sage ich nicht nur, das mache ich auch. Die Schaufel. Das Regal sieht zwar schön aus, aber ich krieg unten leider nichts mehr rein. So, da ist nur die Frage, was bauen wir hier alles für Kisten hin? Auf jeden Fall brauchen wir erst einmal eine fürs Fressen. Waffen, Electric, Autoport, Ammo, Generic, Armor, Crafting Gun, Weapon, Melee, Workbench, Mining, Explosive. Border, Arable, Food, Mods, Resources, gab es nicht noch was für einen Garten oder Forged, Zementmischer, Shotgun, Chemical Station, Gasoline, Vehicles, Weapons. Schade eigentlich. Und sonst mache ich eine normale Kiste und tue die normal beschriften. Das ist vielleicht das Einfachste. Und hier, ich dachte, da ist es doch Plants. Ist da nur die Frage, die ganz großen Kisten oder die halben? Wenn ich die ganz großen nehme, müsste ich die ja an die Seite setzen. Wobei man mal schauen, wie viele gibt es denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, 18. Das sind dann nochmal 10, sind 28, sind 33 verschiedene Kisten. Wir könnten 1, 2, dreifach stapeln. Und das Ganze 1, 2, 3, 4. Das sind gerade mal 12. Aber ob wir alles brauchen? Ja, da machen wir es lieber so. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind 18. Oh, dann machen wir es so. Haben wir hier dann einen Doppeleingang rein ohne Tür. Setzen die Kisten einfach hier hin.
Legen wir den. Das ist schon eine Zementmischung. Okay. Das macht hier nichts. Raus mit dir. Und einmal setzen. Habe ich schon irgendwas dabei, was da rein kann? Nee. Okay, aber nächste Kiste. Fressen. Das, was ich dabei habe, brauche ich aber eher selber. Und das war's auch schon mit den Kisten. Kacke. Das ist die gute Frage. Wo haben wir das Zeug rein? Nitrat passt eigentlich für die Gartenblöcke, Schießpulver und Antibiotika. Kommt also eher in die Chemiestationskiste. Das Fett kommt beim Fressen hin. Verrottetes Fleisch. Brauchst du nur für Felder sowie für Fortbites und zwar was zu fressen. Kann ich mir den. Ich kann mir den Penneintopf schon herstellen. Habe ich das Rezept mal gelernt? Wüsste ich jetzt gar nicht. Wenn ja, wäre das. Das wäre richtig geil. Aber muss, das Schloss ist nicht mehr dahinter. Es sei denn, man braucht noch irgendwas Spezielles zum Kochen dann am Lagerfeuer. Aber da hätte das ganze verrottete Fleisch mal in Nutzen. Also ich brauche mir ja nichts weiter. Maiskolben, Kartoffeln. Gut, das Tier fährt auf Dauer. Das heißt, man müsste ins Schneegebiet gehen, dort immer Bären, Löwen und was nicht alles killen. Weil dort sieht man die am besten. Aber dafür brauchen wir doch ordentliches Gear. Na gut, dann. Was haben wir hier drin? Maissaat. Das kommt rein. Kaffee. Da kommt das Rad rein. Das. Kochtopf nehmen wir auch schon mal mit runter. Komm, die Klammer mal das Messing. Die können wir nur ausrüsten, die können wir nicht zerlegen. Schade. Lass mich noch verkaufen gehen. Wobei. Nee, blutende Wunde, ich nutze die Axt nur fürs Abbauen. Und nur wenn ich mich erschrecke, nehme ich die als Waffe. Ja. So. Gartenzeug, das. Das. Fürs zu essen, tatsächlich auch das zu trinken hinzu. Kaffee, das für den Penner-Eintopf, den Topf zum Kochen, das Fett zum Braten. Und das war's aktuell erstmal. Den Chicken Coop könnte ich eigentlich draußen auch noch aufstellen. Aber wohin ist jetzt die Frage? Gut, auf Dauer hat man durch den so viele Eier, dass man sich neue bauen kann. Ist ja nicht das Ding, aber den ersten stellen. Eigentlich würde es am meisten Sinn machen, hier hinten und ein Tor hinbauen, damit in der Realität die Hühner nicht abhauen können, wenn doch mal irgendwo ein Loch in dem Zaun von dem Ding ist. Mm-hmm.
Halt. Ach nein, ich möchte keine Versicherung. Ja, Garantieverlängerung können Sie sich auch sonst wohin schmieren. Ja, wohin damit? Ganz einfach. Ich durchsuche erstmal das Autowrack, baue das ab und dann kommt das hier auf den Parkplatz hin. Oh. Das geht nicht, weil das hier extra Blöcke sind. Oh. Details, okay. Aber dass man nichts platzieren kann. Grütze. Dann halt hier hin. Oh. Vorerst geht das. Mal sehen, ob wir aus einem von denen hier noch einen Motor rauskriegen. Den Heizkörper haben wir schon mal, also den Kühler. Der Song ist nicht so passend für jetzt. Auch wenn es ein Horror-Theme ist. Na, ein Motor haben wir schon. Das ist stark. Was auch stark ist, dass wir erstmal was züffeln müssen. Was essen. Weiter geht das hier. Was? Junge Dame, ich zerleg Autos, ich verkauf sie nicht. Nein! Heißt nein! Verstanden? Ja, sie hat's verstanden. Habe ich da gerade noch eingehört? Oder werde ich paranoid? Oder bin ich's schon? Kommt den hier drin noch? Steht das nur im Wege rum? Bleibt bei einem Motor. Da kriegen wir einiges unter. Ne, bevor ich das mache, erstmal überall lang rennen und schauen, ob das nicht doch noch reingeht. So. Da haben wir schon alles drin. Das will ich eh verkaufen gehen. Hier noch irgendwas. Dafür gibt es noch Rezept. Das Zeug für einen Verbandskasten, okay. Na gut, Bier zum Desinfizieren vom Verband. Nächster dort ein Blutbeutel. Aber die Dinger kann man sich doch selber herstellen. Aus Stofffetzen. Ja,
Die haben wir garantiert noch woanders drin, die Fetzen. Oder? Da. Und hier kommt der ganze Rest rein. Was eigentlich nicht mehr so viel ist. Ich hab doch noch, ja. Ja, damit. Nitrate. Man hat schon längst aufgehört zu drücken, aber da schlägt trotzdem noch einmal mehr zu als nötig. Ja, doch, Tom. So, mein lieber Jerry. Ja. Dann wärst du mal lieber im Karton geblieben. Mit ein bisschen Glück hat er noch eine Mission hier in der Nähe. Warte mal. Nee, wir haben die Standhaftigkeitsbrille. Die bringt uns nichts. Wir bräuchten die Glücksbrille, dann hätten wir sogar noch minus 1 auf dem Suchradius bei vergrabenen Schatzmissionen. Eine Mützen, was hören wir auf? Lieber die 45er ACP overloaded. So, darf ich dein Inventar sehen? Was war das? Ich habe ein Level Up. Das ist nicht verkehrt. Denn. Nee, das war's nicht. Ja, vom Landleben ausgewachsen. Jetzt kann der Bauer loslegen. Als nächstes. Chefkoch für das Essen. Danach geht's mit Charisma weiter. Nee, nicht mit Charisma, sondern mit Intelligenz. Wagemutiger Abenteurer. Braucht bis zu 8. Und dann kriegt man 20% mehr Dukes. 2 Questbelohnungen, die man auswählen kann. Und insgesamt kriegt man 3 zusätzliche Auswahlmöglichkeiten an Belohnungen. Aber der Ingenieur ist auch nötig für die Schmiede. Nicht für die Schmiede, für die Werkbank. Heißt, wir machen Intelligenz für die Werkbank. Nee, wir machen erstmal Chefkoch. Das heißt, Junge, was hast du an Aufgaben? Vergrabene Vorräte von hier aus. Gerne doch, die nehme ich nur zu gerne mit die Aufträge. So, in welche Richtung? Die. Ja. Nützt nichts, wir müssen hin. Noch ein neues Buch für mich. Schneller Schlaf, verbessert deine Reflexe, um einen schnellen Sperrstoß auszuführen. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit um 10%. Trotzdem werde ich die Dinger nie nutzen. Ja, die Nester lasse ich jetzt mal sein. Außer Eier und Federn kriegt man da eh nichts mehr raus. Und dank des Hühnerstalls sind die Eier ja kein Problem. Genauso Federn.
Also ist der Hühnerstallmod so was wie ein überdimensionierter Vogelnestmod. Bleib stehen, du. Jetzt bleib doch stehen, wenn ich vorziehe. Endlich mal getroffen, ey, aber kein Crit. Da steht wieder auf. Willst du mich verarschen? Der Arm ist ab. Ich sehe da hinten in der Ferne schon ein Gebäude. Das könnte schon eine Stadt sein, die dort hinten sich aufbaut. Wobei, es werden gerade keine weiteren Chunks geladen. Oder ist das eine Klippe dort hinten? Wir sind auf jeden Fall nicht am Maprand. Da sind wir noch ein Stückchen entfernt von. Ne, das sieht mir aus wie ein einzelnes Haus in der Gegend. Nicht mit Stadt. Na komm, vielleicht kriegen wir Honig raus. Nee. Leider nicht. Na toll. Jetzt wirft er das Zeug ab, oder was? Ungefähr. Na, das können wir uns holen, wenn wir fertig sind hier. Der Vorteil von diesen vergrabenen Schätzen ist, man sammelt ordentlich Lehm. Nachteil, man hat keine Ausdauer. Ist jetzt noch kein Nachbar in Sicht. Bis auf den Jungen dort. Na komm, wie viel muss ich noch wegbuddeln? Wir warten einmal, bis die Ausdauer wieder ganz voll ist. Bringt ja nichts, aber wieder nur so kurz bunden zu können. Kein Essen mehr dabei. Okay. Wird wirklich Zeit für die ersten Felder. Aber dann brauchst du ja immer noch, bis alles wächst, was da drauf gepflanzt ist. Na, gehen wir noch ein paar Blöcke in die Richtung. Danach können wir nur noch nach unten. Aber ich bin mal gespannt, was für ein Ort von Schatz das ist. Alles hätte seinen Vorteil. Was zu fressen wäre nicht schlecht jetzt. Aber einen Schatz mit Waffen oder Munition würde ich auch nicht ablehnen. War es denn früher nicht so, dass bei solchen Missionen immer wieder mal, wenn der Kreis sich verringert, noch ein paar Zombies erscheinen?
Vielleicht haben sie es so geändert. Und schon wieder aus der Puste, Mensch, Junge. Dann machen wir uns halt noch als Robin Hood hier. Ach, komm. Der ging daneben? Ja, aber hallo. So geht das. So, kommen jetzt welche? Nee? Oder ich vertue mich, und es waren die Schatzkarten und nicht diese Aufträge. So, Sven, macht nix. Ich bin menschlich, ich mache auch meine Fehler. Ja, zum Beispiel den Fehler genau symmetrisch abzubauen. Aber interessantes Muster von den Linien jetzt. Irgendwo muss er doch noch sein. Okay, wir sind noch immer safe. Und ich werde, sobald wir das Ding aufmachen, kommen sie alle angeschissen. So, ich markiere mal das mal. Weil in den Kisten, die werden nicht zerstört beim Abbauen. Na, in denen respawnt der Loot. Ist es eine Essenskiste? Und jetzt spawnen die ganzen Idioten und Idiotinnen. Kommen sie ran, jede zweite Fahrt geht rückwärts, würde Timo sagen. Und mir geht jede zweite Fahrt doppelt so schnell. Oh, aua, da war die erste auch weg. Ist das noch wer? Nur noch Joey. Okay, das Rezept kennen wir schon und die müssen wir erstmal vertilgen. Wir haben mehr als genug Hunger jetzt. Aber auf der Map, Wegpunkt speichern. Das X markiert die Stelle. Schatztag 5, dass ich weiß, wann das letzte Mal hier gelootet wurde. Und wir hatten in die Richtung noch den Abwurf. Warum das jetzt wieder diesig werden muss? Nee, nee, nee. Aber wir haben einen Kaffee, da bringt die Ausdauer gut hoch. Hi Underground, man hat mich ein bisschen erschreckt. Na, heute läuft das Film zumindest deutlich besser. Die Ladung ist heute mal ausnahmsweise stabil.
Und warst du zusammen mit Timo bei World of Warships unterwegs? Oder hast du privat ein bisschen was für dich gespielt? Okay, hast also nicht mit ihm gespielt. Ah, da spielt gerade DayZ. Gut, wo ich vorm Stream reingeschaut habe, war zumindest laut Twitch bei World of Warships. Aber gut, da wollte ja eben mal wieder bei DayZ reinschauen. Na toll, wir haben uns vor uns erst einen hergestellt. Aber gut, wenigstens haben wir jetzt den zweiten für die Werkbank. Und Antibiotika. Zurück zum Händler. Die 600 Meter. Das dauert einen Moment. Ich sehe da ein paar XP auf Beinen. Ups. Sorry. Der staugerechte Arm. Den habe ich auch gar nicht gesehen. Bleib hier. Ins Grüne. Zweimal erwischt und dann ist er weg. Komm. Nee. Jetzt. Ja, das Filetstück haben wir vor uns liegen. Okay. Hier unten gibt es also auch noch ein paar Farmgegenden. Klapperschlange. Die lasse ich mal rankommen auf dem Asphalt. Nein. So, wenn das mein Arbeitskollege sehen würde. Wir haben nämlich einen, der hält zwei Schlangen. Ich glaube, zwei Nattern sind das, die der hat. Und die hält er nicht zu Hause, die hält er auf Arbeit in entsprechenden Terrarien. Was haben wir denn hier für ein Garten? Ah, aus der Entfernung sah das aus, als würde da was Besonderes wachsen. Das ist einfach nur irgendwelches Gebüsch. Oder vertue ich mich? Ich vertue mich! Das sind Blau. Das sind Heidelbeeren. Mitnehmen. Was gut ist, was gut ist. Ja, Motorwerkzeugteile. Ich habe vorhin schon viel gefunden. Jetzt haben wir die Kettensäge theoretisch zusammen. Jetzt brauche ich nur noch den entsprechenden Vorteil auf der Stufe.
Oh Gott, ich bereite hier gerade meinen Umzug von der Kirche rüber zum zu der Werkstatt vor. Beziehungsweise bin schon so etwa halb dabei. Es fehlen nur noch drüber ein paar Kisten, dass ich anfangen kann, alles wirklich rüber zu schaffen. Aber wichtiger ist jetzt erst einmal auch, dass ich ein paar Felder für ein bisschen was zu fressen zusammenkriege. Was können wir denn damit herstellen? Heidelbeerkuchen, Mondschein, natürliches Antibiotika. Was brauchte man noch dazu? Gekochtes Wasser, Nitrat, Chrysanthemen, Pilze, alles kriegt man eigentlich recht einfach zusammen. Außer das Nitrat, was heißt außer das Nitratpulver? Aber das muss den Minen entweder formen oder mit Glück irgendwo aus den Leichen ziehen können. Und von Yucca-Saft Smoothie. Da bräuchte ich nur noch Yucca-Früchte aus der Wüste. So, Meister. Auftrag ist abgeschlossen. Gerne das Antibiotika. Irgendwelche Aufträge. Im Moment kein davon, oder? Nee, ich will den Umzug durchziehen. Wann füllt er eigentlich den Automaten auf? Tag 6 erst. Nehmen wir alles von hier mit. Die Lammration. Warte mal, wir legen wir das Messing ab. Das kommt hier unten rein. Aufschließen. Warte mal, hieß es nicht, die Kisten kann man wieder aufnehmen in der Mod-Beschreibung? Du versuchst gerade herauszufinden, welcher Mod dir bei MW5 einen Fatal Error macht. Beim Laden der ersten Mission. Ist die gute Frage, was für Mods hast du denn aktiv? Vielleicht kann man da schon von vornherein welche ausschließen. Weil Laden der ersten Mission heißt, entweder es ist ein Mod, der die Gegner beeinflusst, den Gegner spawnt. Die Maps oder der irgendwas mit der Missionsgenerierung oder irgendwas im Zusammenhang mit Mission zu tun hat. Also solche Sachen wie den, na gut, den HUD-Mod zum Beispiel, den könnte es auch betreffen. Weil bei der Mission siehst du ja dann zum ersten Mal das HUD. Aber den hast du ja schon draußen. Aber ich glaube, um das hier alles abbauen zu können, muss ich einmal meinen Gebietsschutzblock abreißen hier. Vermutung richtig, Vermutung falsch. Oder war es so, dass man die beim Abbau bekommt? Ich habe noch einen Platz. So oder so würde ich die hier abreißen. Weil dann habe ich den Mods. Du glaubst, du hast ihn? Na, ich hoff's. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Leerer Hoflock Footstorage Box kommen. Ah, okay. Man kriegt die Kiste auf jeden Fall wieder. In der ersten Stufe allerdings baut man einmal eine Holzplanke ab. Warum auch immer das gemacht wurde. Wahrscheinlich, um aus Versehen ein Abbauen mit einer zu starken Waffe zu vermeiden. Das Stresssystem der MacKrieger. Sagt mir jetzt gar nichts, der Mod. Oder meinst du den Pilot Overhaul? Wobei der Pilot Overhaul würde eigentlich schon beim Starten einer neuen Karriere oder eines neuen Kampagnendurchlaufs Probleme machen.
Ich bin hier jetzt erstmal voll. Dass die ermüdet sind oder länger ausfallen. Also das, wenn das dasselbe ist, was bei mir drin ist, dann ist es 330s Pilot Overhaul. Ansonsten gibt es noch einen Alternativmod, den ich jetzt nicht kenne. Aber gut, ich bin noch nicht so tief drin, was die Modding-Szene angeht. Ansonsten ist es ein Mod, der bei den Piloten auch solche sogenannten, ja, scheint ja 330 zu sein. Okay, dann gibt es den auch bei Epic. Gut, könnte man jetzt auch noch einfach überprüfen, haben die Piloten denn ein rotes Minus und ein grünes Plus-Symbol? Wenn ja, dann ist es 330 Pilot Overhaul. Also dieses Plus und Minus siehst du dann leider nur, wenn du aus der Mission wieder zurück bist in deinem Schiff und dann dort in die Kaserne gehst oder vor dem Start der Mission bei der Pilotenauswahl mal schaust. Aber dass der Mod Probleme verursacht mit dem Fatal Error. Hast du denn noch andere Mods installiert gehabt, so, beziehungsweise noch drauf, die auch irgendwas mit den Piloten zu tun haben? Aber ich weiß ja nicht, ob du unbedingt 330 Pilot Overhaul drauf haben willst. Kannst du nicht mal zur Pilotenauswahl, da gab es schon den Fatal Error. Nein, das war der einzige. Okay, das ist aber merkwürdig. Dann kann es natürlich sein, dass der Mod auf Epic ein bisschen anders ist als der auf Nexus Mods, aber das glaube ich eher nicht. Das wäre richtig mies, wenn er da irgendwelche Unterschiede macht. Yucca-Samen haben wir. Wir haben Eichensetzlinge. Maismehl ist was zu essen. Baumwollsamen. Kartoffelsaat. Heidelbeeren mache ich mir auch mal. Ja, aber ich hatte doch Heidelbeersamen. Ja. Kaffeebohnen. Einmal von allem, was es gibt, zumindest am haben, ist nicht verkehrt. Dann kann man zur Not damit schnell loslegen. So, beim Essen jetzt. Erstmal alles rein. Fett, das Gammelfleisch auch. Ach halt, das ist meist Saat, die kommt unten rein. So, das sind Zutaten in dem Sinne. Das ist Zubehör. Später ist es vielleicht auch nicht verkehrt, eine Kiste zum Beispiel nur für Getränke zu haben. Aber im Moment komme ich auch so gut zurecht. Dann kommt die zweite Reihe dafür. Jetzt geht's. Na, super. Da dann hoffe ich mal, dass es nicht irgendwo mittendrin abschmiert. Weil ich hatte es auch schon bei einer Mission gehabt. Das war so eine Eindringmission, die sind eh nicht auf Dauer mein Ding, weil du da sneaky vorgehen musst, oder das ist nicht unbedingt meine Spielweise. aber da war es so, sobald ich einen bestimmten Punkt auf der Karte erreicht habe, wurde anscheinend irgendwo versucht, eine Gegeneinheit zu spawnen, und das hat zum Komplettabsturz geführt. Also so wie bei dir mit einem Fatal Error. Warte mal, zu trinken kommt nach oben. Das heißt aber auch, das kommt nach oben.
halt jetzt mal so. Und den Archer, den ich mir heute gekauft und gebaut habe, den ja, werde ich vielleicht noch mal ein kleines bisschen, was die Ausstattung angeht, ändern müssen. Er kann zwar einige Salven aus dem 2LSR-15er abschießen, aber ja, irgendwann hat er doch das Problem mit der Überhitzung. Ein Laser weg, vielleicht noch einen Standard-Kühlkörper rein. Ransum kannst du mit Mausrad. Das ist keine spezielle Taste. Mausrad vor zum Ransum, Mausrad zurück zum wieder zurückzoomen. Oh, die haben tausende, toll, das mache ich mir noch Spitzhacke später. Erstmal die weg, damit ich hier zu noch ein paar Kisten hinknallen kann. Habe ich denn Nägel dabei? Ja, nicht genug, 3 Stück noch. Aber ich glaube, ich habe drüben einen Fehler gemacht. Ich habe drüben in der alten Base den Gebietsschutzblock abgebaut. Ich glaube, den brauchte ich doch, damit ich drüben die Schmiede aufheben kann. Warte mal. Ich bin so aus der einen privaten Welt gewohnt. Ne, nicht aus der privaten. Aus der letzten Welt, die ich dann abgebrochen hatte im Stream, bin ich es gewohnt, rausrennen nach links und dort ging es dann zum Händler. Nee. Hier ist es nochmal ein ganzes Stück anders. Raus oder 90 Grad weiter drehen oder haben wir dann den nächsten Abwurf? Vergiss es. Nie im Leben. Können wir das Spiel verarschen? Ich glaube schon. Ich sehe XP rumliegen. Was? Jetzt flackst du mich aber. Hallo. Oh, der hat noch getroffen. Du meinst eigentlich dieses Ransum in diesem Fenster mit Fadenkreuz. Fenster mit Fadenkreuz? Also. Du meinst jetzt normal, wenn du den Max steuerst, oder? Ansonsten weiß ich gerade nicht, was du meinst. Nicht schlagen. Warte mal. Wenn du das beim Steuern des Max meinst, dann ist es eigentlich Mausrad. Na komm, wir prügeln uns hier so durch. Toll, der Junge hat schon wieder Durst und Hunger. Durst können wir ja stillen, aber nicht den Hungermoment. Bitte lass das Schwein nicht bis dahin despawned sein. Das war schade um das Fleisch und um das Tierfett. Zumachen hier. Wenn noch so eine Sau rankommt. Genau das meinte ich. Da haben wir schon den ersten Strolch. Nein! So.
Was? War das gerade ein Geier? Oder habe ich mich nur einfach verhört, was den Zombie angeht? Na komm her! Und deine Tracht prügel ab und weich nicht aus! So. Ja, das war der Zombie. Irgendwie klingt ihm sein stellenweise wie ein Geier aus der Entfernung. Oh, drei Vogelnester. Aber garantiert nur Federn drin, oder? Na, ja, man muss noch was sagen, dann ist ein Ei drin. Und noch eins. Ja, und hier stand eigentlich ein Auto und ein Tank, aber der ist explodiert. Das ist mir schon zu oft passiert bei solchen POIs. Eigentlich wollte ich ja umziehen und nicht noch mehr ranholen an Wolte. Aber ich kann es nicht lassen. 7 Days ist halt ein Loot-Spiel. Kommt man irgendwie dort hoch? Muss man eigentlich? Wo war hier nochmal die Leiter? Die Außen? Oh. Nee, man kam übers Dach rein von dort oben. Ja, Gott, ey. Was? Tür ist verschlossen? Nicht bei mir. Na, okay, doch bei mir an der Schicht. Schnell weg hier! Da haben sie mich doch überrascht. Scheiß Viecher. Ich schlag den Soldaten und der hier fängt an zu brennen. Was soll das denn? Leg's die nieder. Ja, sind aber beide. Oh, beide. Da legt's die nieder. Na, was zu essen, das nehmen wir gleich. Stimmt, das POI hier war auch später für die Generatorenmission. Was denn? Was ist geil? Okay, der Mod für die Infanterie funktioniert. Super. Dann hoffen wir mal. Ich drücke auch wirklich die Daumen, dass es nicht nochmal abstürzt. Aber wenn es jetzt so weit gelaufen ist und du einige Missionen spielen kannst ohne Probleme, dann wird auch nichts weiter passieren. Es sei denn, das nächste große Update kommt und die Mods müssen geupdatet werden. Da war ordentlich Muni drin. Wir haben nur noch zwei Plätze im Invent. Die kriege ich nicht auf so einfach. Der Schraubenschluss ist dafür zu stark beschädigt. Im Moment kann ich Fressenwerke brauchen, also die erstmal. Na, warum nicht? Die zwei nehmen wir mit, den Blaubeerkuchen essen wir. Der macht ordentlich satt. Die können wir selber herstellen zur Genüge.
Irgendwas, das wir nicht brauchen. Eigentlich nicht. Alles hat ja im Spiel seinen Nutzen. Timo hat da schon recht. Eine Hopfenblume ist da drin. Okay. Das können wir nehmen, den können wir trinken. Und die Hopfenblume tausche ich jetzt mal erst mal gegen die aus. Rezept aus einer. Ich brauche 5 Hopfenblumen für 1 Hopfensamen. Oh Gott. Tja, auf halbem Wege muss ich wieder umkehren. Aber wenigstens habe ich eine Kiste von drüben mitnehmen können. Was die Infanterie-Mod angeht, würde mich mal interessieren, wie sich die Infanterie im Kampf denn schlägt. Ist sie zu stark? Ist sie zu schwach? Weil es bringt ja nichts, wenn man die reinnimmt und dann wird man von der Infanterie einfach so in die Zange genommen und beschossen, dass man dauerhaft nur Schaden nimmt und tot ist. Nein, jetzt erstmal nicht. Die laufen, gehen in Deckung und schießen, okay. Also das Standardverhalten, was man sich für eine, ich sag mal, grundlegende KI vorstellt. Ich glaube, ich habe da auch gerade Tierprodukte. Komm erstmal da hin, das dort hin. Ich glaube, ich habe gerade draußen den Hund gehört, oder war das wieder ein Zombie, der sonst wie geröchelt hat? Ich kann schon mal schneller laufen. Der Rest kommt jetzt, soweit es geht, hier rein. Ich habe immerhin für das selbstgebaute Gewehr einen Postschuss gekriegt. Okay. Überlastet bin ich auch nicht mehr. Super. Dann geht das gleich los hier. Aber erstmal noch den einen Level verteilen. Ach, jetzt sind die Hühner gespawnt. Ach. Nein. Ach, Junge. Mädel, nicht so nah am Hühnerstall mit Feuer spielen. Das geht nur schief. Und einen Bräuler hatte ich heute zum Abendbrot erst. Den hier, da passt noch Kram rein. Den machen wir mal noch Pfeile. Die Muni brauche ich nicht. Ich glaube, warte mal, das war die für die Rifle. Ja, und den einen behalte ich noch. Da kommt das Nitrat rein. Was bauen wir hier als nächstes hin in den Lagerraum für eine Kiste? Was könnte ich denn... Na, ich glaube, ich weiß schon, was ich baue. Wo war die denn? Vehicles? Magnum Ammo? Hat man nicht noch eine normale Ammo-Kiste? Armor, Tool, Waffen, Shotgun Shells. Neun mm Standard-Ammo, da. Weil die werden wir immer kriegen, zur Genüge.
Da haben wir schon die nächste Muni. Da noch eine ACP. Ja, was mache ich denn da rein? Pfeile kommen mit rein. Pfeile haben wir schon über 150 Stück zusammen. Okay, das heißt, wir stecken hier mal Pfeile nach unten. 45er ACP, ACP overloaded. 9 mm, 556er in den verschiedenen Varianten. Ich werde noch eine zweite Kiste brauchen. Nächste Kiste wird wahrscheinlich dann eine Medikiste. Ist nicht schlecht, das Zeug auch schon dann parat liegen zu haben. Ne, was dort unten? Der kommt dort rein. Das verkaufen wir. Hier war doch gerade noch eine unterwegs. Oder doch nicht? Eine Dose Katzenfutter. Heckes. Stoffvertrag? Nee. Zuckerhintern. Brauche ich auch nicht. Ich nehme das alles mit. Oben hatte ich eigentlich nur die Fasern und die eine Kiste, die verschlossene. Hallo? Manchmal warte ich noch ein Zombie drin. Na, kommen sie jetzt alle an oder was? Ruhe im Puff. Ich sagte Ruhe im Puff. Ah, der wird gleich verbrennen. Und doch nicht? Ja, noch so. Gab es hier nichts auf dem Klo? Okay, von hier sind sie anscheinend rausgekommen. Oh, einiges an Rohstoffen.
Schade, das leer. Was? Ja, alles klar. Dort hinten in dem Gebäude ist immer ein Hund drin. Das ist doch. Oder habe ich Pech und der Hund sitzt hier hinter? Nee, sieht nicht so aus. Ja, komm, du alle Töle. Ich habe eine Taktik. Und die heißt von oben drauf pissen. habe ich denn ja wenigstens den. Ah, wir gehen das deutlich schneller. Was greift die Tür jetzt etwa irgendwelche Blöcke an? Ich dachte, das sollte nicht möglich sein durch die eine Mod. Junge! Ich geb dir eine Akupunktur für deinen Arsch. Ha, ich kann diese Pfeile sogar wieder einsammeln. Von dort oben aus. Und so leicht hatte ich es das letzte Mal nicht mit dem Vieh. Ja, wir sind ganz brave. Na, natürlich wollten sie jetzt alle draußen. Juckt mich aber nicht. Zwei Nägel. Knochen, 21 Schrotkugel und zwei dreckiges Wasser. Mehr hat er nicht beschützt hier. Nein, ich bin gesund. Das hat mein Psychiater letztens auch was gesagt. Komm, was Gutes, was Gutes. Ein Messing. Hey. Ich habe heute bei Steam eine Meldung gesehen zu einem Spiel-Update. Ich dachte erst, das wird wohl ein schlechter 1. April-Scherz sein, ein Tag zu früh. Und zwar bei War Thunder, da soll es jetzt. Wie haben sie es geschrieben? Ich weiß aber kurz. Nochmal aufmachen, die Startseite. Wo war denn das Update? Ach, jetzt steht es hier nicht mehr dabei, oder was? War Thunder. Mobile Infanterie-Event. Dann mal sieht man das. Warte mal, ich schalte mal wieder auf den Monitor. Das soll dazu kommen. Ich nehme mal wirklich an, das ist einfach nur ein schlechter Scherz. Weil das wird irgendwo zu OP sein. Du rennst rum, bist zwar garantiert nicht besonders stark, was die HP angeht, aber du wirst Feuerkraft haben.
Sniper, ATGM Operator, Manpads Operator. Wobei oben Beta Testing. Ich habe Warfare nicht viel gespielt, aber na, ich bin froh, dass ich es wieder deinstalliert habe. Es gibt genügend andere Zeitfresser, auf denen ich gerade scharf bin. Können wir nicht mitnehmen. Ja, weil der Gebietsschutzblock fehlt. Lass wir doch noch mal einen herstellen. Außerdem nehmen wir hier. Wir fressen erstmal noch da. Wir nehmen das alles mit, haben noch Platz. Der Bogen kommt erstmal weg. Die bringt Wasser 10. Dann trinken wir da nochmal. So, können wir dich jetzt? Jetzt können wir sie nehmen. Dauert 15 Sekunden. Die paar Steine sind es mir wert. Ansonsten hatte ich aber nichts weiter gebaut. Also die Tür und hier die Wand. Ne, das heißt, dich können wir wieder einmal Na doch, das Lagerfeuer, aber das sind nur ein paar Steine, die sind mir scheißegal. So, zweite Tour rüber. Ja, von denen könnte ich eigentlich auch welche gebrauchen. Ich glaube, das Holz aus der Schmiede habe ich verloren, weil ich die einfach so abgenommen habe. Aber Holz gibt es ja überall am Wegesrande. Und so 130 so einen Strommasten ab. Wie viel hat der eigentlich an HP hier unten? Das geht doch noch. Das würde gehen, wenn ich genug Ausdauer hätte. Baumfeld! Natürlich bleibt nichts zurück, weil ich noch abbauen kann. Ist aber wieder typisch. Wäre auch zu einfach für Holz. Aber wenn wir drüben die Schmiede aufgebaut haben, mal Nägel. Ich habe 24 Nägel dabei, okay. Nicht das Overlay aufmachen. Das Baumenü. Nee, nicht Kiste. Storage Box. Brauche ich mir mal noch zwei. Hi Nana, na, wie geht's? Was heißt hier Radi? Na gut, hast eigentlich recht, ich bin ein Laborratte. Dir geht's gut. Mutter startet endlich deine Umschulung. Okay.
Das war was für eine Umschulung? War das die hier zu dem, nicht Kraftfahrer, aber hier so Transporterfahrer, irgendwie so Speditionsrichtung? Oder hat sich da schon wieder was Neues ergeben? Weil es ist ja ein Stückchen her, seitdem wir das letzte Mal zum Paketfahrer. Ja, okay. Na, dann drücke ich mal den Daumen, dass es schnell, unkompliziert ist und dass es nicht so stressig wird als Paketfahrer. Weil das hört man ja auch immer wieder mal, dass die ziemlich unter Druck stehen, aber... Gut, kann ich ein Lied von singen diese Woche bei uns auf Arbeit. War Montag bis Donnerstag, also die letzten 4 Tage, das pure Chaos. Und ich weiß nicht, wieso die Chefs sowas veranstalten. 6 Monate geht die Umschulung. Na dann. Okay, ich drück die Daumen. Das auf jeden Fall. Haben wir für hier noch irgendwas an Samen? Nee, das kommt alles also hier rein. Ich kann schon wieder fressen. Wo packe ich die Schmiede am besten hin? Hier hin? Eigentlich nicht verkehrt. Und dann mache ich so wie Gronkh und Tobi, baue hinten noch einen Block drunter. Warte mal, also. Ja, warte mal, aufnehmen. Na, das kann ich später noch zubauen. Am besten also so. Das hat 300, das kann ich mit der bauen. Ah, und gerade wenn WrestleMania ist, ist deine Umschulung na toll. So gesehen einmal auf WrestleMania verzichten und dafür eine Umschulung und dann einen sicheren Job haben, weil Paketfahrer braucht das Land immer. Also du kannst nur morgen Nacht schauen und nicht Sonntagnacht. Hast du denn eine Möglichkeit, dir WrestleMania aufzunehmen? Den kann ich nach oben drauf stellen, ja. Heißt, wir machen auch hier mal dicht. Dann machen wir auch dort dicht. Ja, noch eine dritte Ebene wäre zu viel. 2 reichen erstmal. Außerdem könnte ich noch ein paar Schmieden bauen. Ich muss nur den ganzen Kram von drüben holen. Und mal schauen, ob ich hier oben noch alles zusammenkriege. Erstmal alles abbrennen, was man hier hat. Das nicht, aber du kannst es über das WWE-Network nachschauen. Na, das ist doch gut, dass ich sowas noch zur Verfügung stelle. Das macht auch nicht jeder Sender, beziehungsweise auch nicht jeder Veranstalter. Aber wenn ich unten die Schmieden habe, könnte ich eigentlich unten noch ein paar Kisten hinpacken. Ah, wohin mit denen? Das ist erstmal egal, wohin. Hauptsache einen Ort finden erstmal. Das ist natürlich auch blöd. Hier ist der Eingang. Ich würde die Blöcke hier wegreißen für einen Doppeleingang. Dann ist das nicht symmetrisch mit dem hier. Na, gibt Schlimmeres. So,
Was setzen wir jetzt für eine Box? Was können wir am besten gebrauchen? Das brauchen wir für die Schmiede. Am besten... Ich packe erstmal hier noch die Pfeilspitzen rein. Haben wir sonst noch irgendwas? Den Bogen behalten wir noch. Die Uni brauche ich auch. Warte mal, ich hatte ja gesagt, wenn eine neue Kiste, dann eine für Medi-Stuff. Und eigentlich noch eine für die Chemie. Für die Schmiede, das muss dann erstmal noch woanders mit unterkommen. Wo war jetzt die Chemie? Da. Nitrat, Kohle ist auf jeden Fall dabei. Ich sehe gerade noch, hier haben wir noch wieder Minentabletten. Du wirst dich mal ins Bett begeben, wir hören uns. Ja, alles klar, dann gute Nacht und bis die Tage. Das ist eigentlich was für eine Fahrzeugkiste. Genauso wie der Lenker und das Fahrradgestell. Ich packe schon mal ein bisschen was in die Schmiede. Holz kommt rein. Ich brauche das Eisen. Und ich brauche das Lehm. Kiste. Muss man am Denglisch denken. Und noch eine. Damit ist der Holzvorrat auch so gut wie aufgebraucht. Das heißt, ich gehe noch mal kurz runter. Wir haben im Lager doch schon die ersten Setzlinge. Nein, die hier. Dann forsten wir mal auf. Und beim Thema Aufforsten, das erinnert mich an die Siedler 3. Das erste Siedlerspiel, was ich überhaupt gespielt hatte. Da gab es ja dann auch die Försterhütte, wo der alles wieder angepflanzt hat an Bäumchen. Was? Wieso willst du nicht? Stehst du noch an dem oder? Was ist dein Problem? Ja, okay, die haben einen Sicherheitsabstand, was das Platzieren angeht, wegen Wachstum anscheinend. Wir hatten doch einen Punkt gekriegt, genau. Chefkoch für die besseren Rezepte, für die Eintöpfe auf jeden Fall.
Was können wir denn auf Chefkoch-Level dann machen? Lerne Opas Geheimrezepte, die deine Werte und Attribute verbessern. Koche 50% schneller. Also kochen ist allgemein auf dem höchsten Level auch nicht unbedingt verkehrt. Aber gut, ich bin jetzt schon 20% schneller. Yukosoft Smoothies Bier. Stufe 3 klingt auch noch interessant. Shepherd's Pie. Spaghetti auf Stufe 4. Also hallo, Spaghetti kriegt jeder hin. Aber gut, die Eintöpfe reichen mir erst einmal. Das andere war dann fortgeschrittene Ingenieurstufe 2. Da brauche ich noch 3 Intelligenz für. Das sind hier 3. Das heißt, ich brauche noch 4 Level-Ups. Das wird heute nichts, aber ich schaue einfach nach vorne. Das Holz schon wieder auf der Kante. Und jetzt sind wir bei 270 etwa. Okay, das reicht mir dann erst einmal zumindest an Holz. Na, hier hat man die. Da geht noch. Da. Okay. Und die pflanzen wir auch noch. Ich glaube, ich gehe doch erstmal noch mal zurück zur ersten Base. Hol mir noch die Spitzhacken auf jeden Fall rüber. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt unten, wenn ich da mit den Spitzhacken rangehe. Sonst schlage ich mich ja dumm und dämlich. Und ich renne vor allem mal zum Händler, hol mir eine Quest und gebe die Steroide dort ab. Warte mal, die Steroide könnte ich nutzen, um schneller hin und her zu rennen, wenn ich voll bin. Ja. Ihr seht zu spät. Und das Essen habe ich schon abgelegt. Na toll. Außerdem bin ich noch halb voll. Na, mein Jung, was hast du denn jetzt Schönes für mich? Erstmal das Inventar aufmachen, verkaufen. Der füllt morgen erst sein Inventar wieder auf. Ich will die Aufgaben nur abholen und Zombies beseitigen. Beseitige Zombies abholen im Osten, im Nordosten und im Westen. 400 Meter im Westen. Das ist hier drüben irgendwo. Das ist gut in einem Stadtgebiet. Welches nehmen wir? Modernes Haus? Oder nehmen wir Downtown Filler? Das klingt nach bestenfalls einem kleinen Laden. Hm.
Na, das Schloss knacken werde ich später versuchen. Dann nehme ich den Kerl richtig aus. Warte mal, hier was. Ne, noch nichts gespawnt. Schade. Und Supply haben wir auch nicht mehr wirklich viel drin. Was? Ach, der Clown haben wir. Das stimmt, der war ja noch unten drin. Die ist komplett leer. Ach, die ist nicht leer. Die Chemiekiste kriege ich leer. Ja, die zwei noch. Autsch, die ist kaputt. Die beste für den Hacken nehme ich mit. Das können wir auch immer so, kommt erstmal weg. Das hört man doch gern, dass jetzt alles anscheinend funktioniert mit den Mods. Du hast ja auch einige der Yet Another MacLab Mods, oder? Wenn ja, wie findest du die? Ich sag mal, im ersten Moment ist es für einen natürlich erschlagend viel, aber die Mod ermöglicht doch einiges mehr an, ich sag mal, an neuen Mac-Aufbauten, die man vornehmen kann. Ah, und jetzt sind wir schon voll. Junge. Ah, du findest das soweit gut. Ja, geht mir genauso. Man muss sich noch reinfuchsen. Wo hat er das Ding denn jetzt abgeworfen? Einmal drüben in der Wüste. Ich könnte rüber rennen. Was ich zum einen gut, zum anderen für mich selber doch ein bisschen schlecht finde, im positiven Sinne schlecht, ist, dass wenn man alle Yet Another Mac Mods nutzt, fast 500 verschiedene Mac Varianten hat, vom kleinen, was sind das, 15 Tonner wie der Hornet, bis hin zu den ganz großen. Da gibt es ja noch einige, die weit über 100 Tonnen auf die Waage bringen. Ja, und wenn man alle versucht zu sammeln, ja, das ist so wie bei Pokémon. You gotta catch them all. Ja, du bist weg für heute. Ja, alles klar, dann gute Nacht, Anugua, und danke, dass du da warst. Ich werde auch nicht mehr so lange machen, den Umzug werde ich noch finalisieren in die neue Bude und dann werde ich hier wahrscheinlich auch so langsam Schicht im Schacht machen. Lass mal kurz 400 Meter, okay. Das war doch ein bisschen mehr als gedacht. Aber den werde ich dann auch erst im nächsten Stream angehen. Den Auftrag dort oben. Aber ich soll vielleicht auch schon mal die ersten Feld- und Beeteblöcke bauen. Wäre auch nicht verkehrt fürs Futter. Je früher, desto besser. Da sind wir soweit fertig. So, bei der Chemie kann da noch was rein.
Was ist denn noch Chemiekram? Die Säure auf jeden Fall. Ölschiefer. Sprit. Ach, das hätte ich. Den Platz habe ich mir auch verschwendet gerade. Medizeug. Verbände. Honig als Antibiotika. Ich habe natürliches, ich habe Honig. Warte mal, den Kleber kann ich auch hier mit rein tun. Den kann man ja auch hier mit in der Chemiestation später herstellen. Generische Box, Armor Box, Crafting, Gun Crafting, Storage Box. Ja, so eine brauchen wir für die Teile, die wir hier haben. Gewehrteile. Sind momentan die einzigen, die ich dabei habe. Crafting Storage. Weapon Mods, yep. Da haben wir hier, das ist Waffenmod, auf jeden Fall eine Waffenmod. Melee-Waffen kommen nach unten, das bist du. Range Weapons, okay, also Fernkampfkram. Warte mal, Fernkampfwaffen. Ammo, 9mm, Mining. Okay, die unterscheiden zwischen Melee und zwischen Schusswaffen. Ich überlege aber, ob ich die vielleicht nicht doch zu normalen Beschreibbaren mache. Wobei Text lesen oder das Symbol beachten. Aber da ist man irgendwann so lange unterwegs, dass man das weiß. Den behalte ich. Zack. Also halt. Da kriege ich auch noch zwei Plätze frei. Oh, zumindest eine. Die brauche ich gerade nicht, habe keine Muni dabei. Ich reiß noch raus. Schade, dass die Doppeltüren erst mit dem nächsten Update kommen. Treppe können wir nicht anders setzen, die sitzt schon relativ gut. Bad. Hallo, einmal anklopfen und klingeln. Manche Leute. Ich höre doch schon den nächsten dort oben. Das dauert jetzt, bis wir die Blöcke weg haben. Vor allem wird das dauern, wenn ich so viel Hunger und Durst habe. Einmal in die Versorgerkiste. Alles fressen, was da ist. Hallo, bitte nicht ruddeln, bitte nicht lecken oder abstürzen. Stimmt, wir nehmen Kaffee mit. Oder zumindest zwei. Dann haben wir genug Ausdauer. Und können zumindest ein paar Mal mehr schlagen am Stück.
Mal kurz bei OBS versuchen, kriege ich das. Na? Ja. Einmal so. Die Fenster ein bisschen anders anordnen. Chat links, rechts davon den Activity Feed und davon nochmal rechts dann die Stream-Vorschau. So ist es doch gut. Warte mal, kann ich dann noch den. Das Chatfenster. Nee, das ist schon groß genug. Aber ich kann die Vorschau noch kleiner ziehen. Ja, so. Noch mehr Platz für Nachrichten. Wie gesagt, wohin mit den Kisten? Was war das Beste? Man kommt rein und hat vielleicht links die Kiste für die Schmiede. Tourismus-Ding, woran war der jetzt nochmal? Gasoline. Forge Armor Mods, ich glaube das Ressourcen nicht, Mods Crafting auch nicht, ich glaube ich hatte die hier genommen. Oder Planungsänderung. Das werde ich heute aber nicht mehr umsetzen, aber ich bin mir sicher, dass ich mir das merke bis zum nächsten Stream. Ich mache mal hier Platz, denn denn theoretisch könnte ich doch hier alles noch aufreißen. Zwei nach rechts auf jeden Fall. Vielleicht noch eins nach links. Dann hätte ich für 5 Schmieden Platz. 5 oben, 5 unten. Und das zur Not hier in der Mitte, auf der Höhe, Platz für eine Kiste. Dass hier vorne keine Schmiede steht. Und das ist so wie hier jetzt ist. Nur kein Holzblock drunter, sondern so eine Kiste. Das wäre eine Option. Aber erstmal ist die einzige Option hier weiterhacken. Und einmal am Kaffee schlürfen. Zwei Ausdauerbalken noch, dann sind wir durch den ersten Block durch. Aber ich dachte, ich will den Umzug fertigstellen und nicht hier unten rumbasteln. Ja. Jetzt können wir einmal die Idee. Jetzt werde ich das hier unten mit zumindest den einen Block hier durchziehen. Ist ja gleich geschafft. Komm, auch 2 hatte der noch. Das Inventar ist immer noch zu überfüllt. Wenn ich unten eine Schmiedekiste baue, könnte ich baue die jetzt dort einfach hin.
Weiß ich auf jeden Fall noch, was ich tun wollte. In den Schmieden können wir auch Stein herstellen. Am Zement bin ich mir nicht sicher. Zerbrochenes Glas können wir einschmelzen. Das schmelzen, schmelzen. Die behalten wir fürs Craften. Das einschmelzen. Wobei, die Hälfte geht rüber in die Gartenkiste. Ne, nicht da. Aufheben. Hier hin. Chemie. Wir brauchen das Nitratpulver leider für hier unten. Dritter Kochtopf. Muni und Muni-Bestandteile haben wir da. Fruitbites werde ich verkaufen. Dosen braucht man nur für Öl und Sham. Und Sham habe ich nicht. Dafür bräuchte ich das Rezept. Für Öl bräuchte ich allerdings nur den Mechaniker. Das heißt, die Dosen gehen erstmal hier mit rein. Kunststoffabfall ist so verallgemeinert. Da machen wir mal eine Crafting Storage. Das kommt da rein. Stofffetzen sind verallgemeinert. Eisen. Armor, Crafting, Gun, Weapon, Melee, Range, Plants, Autoparts. Da haben wir auch schon einiges an Teilen. Kaffee. Nee, der ist mir zu wertvoll. Momentan haben wir noch nichts angebaut. Kriegen wir Felder schon gefertigt? Beete und Felderblock. Einmal als Favorit setzen. Wir kriegen drei hergestellt. Na, immerhin. In die Supply-Kiste würde ich erstmal notfalls alles reinpacken, was wir jetzt nicht brauchen. Gut, da sind eh mechanische zum Bauen. Leere Gläser. Gut, unterwegs einfach auffüllen. Und das Leder rein. So, wo wollen wir am liebsten respawnen, wenn es nochmal so weit käme? Was ja. Du bist leer. Du bist leer. Du bist jetzt leer. Du bist leer. Leer. Und nicht leer. Motoren gehören oder die Abteilung Autoteile. Ach, die Nachbarn randalieren schon wieder. Das ist fertiges Material. Hier haben wir noch Nitrat. Okay. Noch irgendwas. Den verhökern wir. So wie ich sehe, sind da sogar noch mehr. Ach, nicht nur einer. Blutbeutel rein. Da kommt noch ein Aloe-Creme. Stofffetzen hier schon mal rein. Die Sandwiches brauchen wir für das Antibiotika. Bitte noch mal ein Beetblock. So, bei der Chemie passt was rein. Autoteile. Das Rüstungsteile. Öl ist eigentlich Chemie. Verbände zur Medizin. Werkzeugteile. Wir haben zwei Motoren.
habe ich schon alle. Oh Mann, jetzt habe ich schon alle Kisten verbraten, die ich gebaut habe. Wir haben oben Waffenteile. Waffenteile. Werkzeugteile wären jetzt nicht verkehrt. Gibt's da eine extra Kiste? Crafting, Gun Crafting, Weapon Mods, Melee Weapon Mods, Ammo, Auto Parts, Electric Storage, Weapon Range. Workbench 9mm Arrows Building Mod Storage Ressourcen Armor Mods Rüstungsmods. Na gut, gibt's auch einige. Hat er schon recht am Modder. Ja doch. Ich komme gleich raus zu euch. Mini-Weapons, Weapons, Gun-Crafting, Crafting, Armor, generische... Wo hatten wir sie denn? Hä? Finde ich sie nicht mehr? Toolsmithing. Das ist doch genau die ich suche. Dann einmal für Muni. Mollys rein. Allgemeines Crafting-Material. Ne, Papier ist nicht allgemeines Crafting-Material. Papier gehört zum Muni für die Schrotpatronen. Unter allgemein halten wir allerdings Dietriche. Ne, Sets gehören unter die Medizinabteilung. Farbe allgemein. Federn. Braucht man für alles Mögliche. Für Mods, für einen Schlagschrauber, für Waffen. Und. Also kommt ihr dort rein. Ja, auch erstmal dort rein. Nee, das war nicht. Da haben wir die Waffen. Ich hatte gerade hier später nochmal umräumen müssen, ja. So, was haben wir jetzt noch? Okay, richtiges Antibiotika war jetzt auch mit dabei. Strukturelle Klammermod. Toolsmithing, nein. Wenn, dann brauche ich. Melee Weapons, nein. Weapon Mods. So eine Mod Storage Box. Wieder allgemein oder die Weapon Storage? Wird für ihr unter allgemein für eine strukturelle Klammer ist eher was für Werkzeuge. Und da verändern wir die mal, dass die dass der Schraubenschlüssel besser durchhält. Jetzt habt ihr ihn schon eingesetzt, dass das Ding trotzdem gesetzlich Idee wird. Aber da wäre noch was. Was haben wir denn? Taschenlampen, Fackel. Fackel ist eine Melee-Weapon. Helm ist Ausrüstung, aber den trage ich nicht, den schmelze ich mit ein. Mod Storage.
Waffenteile da oben. Schrotflintenteile, Stahlvorschlaghammerteile. Mod Storage, Toolsmithing, Waffenmods. Da. Ich brauche noch eine Kiste für den Zementmischer. Heißt, der Kram kommt erstmal dahin. Genauso ihr. Das. Die mir hier wieder eine kleine Horde auf den Hals gehetzt oder was? Ich will nicht zur Horde, auch nicht zur Allianz. Auch nicht zur Württembergischen. Was ist denn los? Ist wieder Demo? Immerhin. Das war aus der Entfernung und da der hergekrochen kam. Habe ich keine neue Quest? Ich habe doch eine Quest. Ich wollte auch, ich habe keine Quest mehr. Muss bis morgen worden, weil der Händler gleich zumacht. Wobei, das hätte ich eh noch geschafft. Da habe ich noch eine Stunde im Spiel auf. Die werde ich dann auch mit der Zeit auseinandernehmen oder gleich, wenn ich noch genug Platz im Inventar habe. Das war's im Scheißhaus, die Werkzeuge rausholen. Hier haben wir sonst nichts. Da den ganzen Rest. Wir haben noch mehr als genug Platz. Jetzt muss nur noch der Schraubenschlüssel so lange durchhalten. Wobei ich glaube, das ist nur eine Stufe bei den Fahrzeugen. Sollte der eigentlich schaffen. Halt. Ja, der hat schon die Struktur der Klammer drin. Der hat hier gerade eingesetzt, ja. Kiste habe ich. Jetzt habe ich immer noch mehr als genug Platz. Na klar, nach einem Auto auseinander, dann bist du schon K.O. Junge, trainier mal. Ups. Und kein Motor bei den vier. Na gut, die waren auch schon so gut wie down.
irgendwas die Kiste da oben noch? Ich kann es versuchen. Ich habe die Hacken dabei. Zur Not habe ich genug Geduld noch mitgebracht. Und die hätte ich auch fast vergessen, die Shotgun ist in der Kiste. Ein paar Waffenteile oder Waffenmods, komm her. Und Schrot und ein 2 Jahre selbstgebauten Stab, danke auch. Für nix und wieder nix. Einschlag macht 34. Einschlag macht 40. Geht runter auf 96 Ausdauer, geht runter auf 94, das ist der ja wirklich klasse. Schlägt aber langsamer zu. Ich auch noch die Fasern reingelegt. Fasern sind nicht ganz nutzlos. Also den ganzen Kram hier, primitiver Bogen, primitive Werkzeuge. Brauchen wir dafür Rohbomben, für Dynamit, für Militärstoff, für Tarnanzüge und für Zigarre. Gefechte in der Stadtbahn 2. Erhöht die Stärke, wenn man die ausrüstet. Man sieht vielleicht cool aus, ja, aber die Stärke, nur weil ich eine quarze. Wobei, der Zigarren richtig raucht, der hat auch keine anderen Probleme. Was? Ich schaue nebenbei mal kurz bei. Na. Bei Twitch rein. So, zurück ins Spiel. Die Seite muss erst noch laden. Mal sehen, ob ich in der Zwischenzeit, während wir noch ein, zweimal auf die Ausdauer warten, nicht schon jemanden finden zum Waden. Timo ist noch online mit DayZ, aber er wird wahrscheinlich auch nicht zu lange machen. Ansonsten, okay. Da ist ein Spanier mit Test of Unlimited der Test of Unlimited unterwegs. 72 Zuschauer, aber gut. Wozu denn Spanier Zuschauer, den versteht man ja nicht. Es sei denn, er kann gut Englisch kommentieren. Och nee. Ich habe nichts zum Reparieren dabei, so eine Scheiße. Wen hätten wir da noch? DayZ spielen ja immer mal genug Leute auf Twitch. Irgendwelche guten Deutschen. Wobei Leute raiden, die man selber noch nie geschaut hat, ist auch so eine Sache. Zum einen, was man nicht, zu wem man da gerade raidet. Ob der vom Humor auch so passt, dass die Zuschauer also ihr euch unterhalten fühlt. Und zum anderen ist dann auch die Frage,
Okay, die meisten werden Raids auch wirklich schätzen. Dass der Krog jetzt nicht für jeden Raider für den Raid dankt, ist natürlich klar. Da hat er einfach nicht die Möglichkeit, alles zu verfolgen. Da werden garantiert mehr als genug Raids immer auf einen Schlag reinkommen. Ah, sieht doch gut aus. Knapp bis Drittel noch. Ansonsten DC haben wir keinen. MacWarrior hätten wir noch. Woanders würde ich da aber nicht hinraten, was die Spieler angeht. Bei MacWarrior sind nur zwei online. Also bei MacWarrior sieht es mir auch nicht so gut aus. Wenn da nichts Gutes drin ist, dann brennt aber die Hütte. Und nicht ja schon genug Stroh und Heu rum. Haben wir denn noch irgendwas einstecken an Kaffee? Den hatte ich drüben eigentlich abgelegt. Nee, kein Glück gehabt. Warte mal. Die ist schlechter als die, aber hierfür brauche ich ein Reparaturkit. Das ist mir egal. Das plus an Schaden ist es mir wert. Und wirklich unglaublich, wie der Unterschied zum gestrigen Stream ist. Renderverzögerung 36 über Sprudel, bisschen was ausgelassene Frames. Codierungsverzögerung 78. Das ist nicht mal eine Nachkommastelle nach 3 Stunden. Dafür ging es gestern nach einer knappen Stunde richtig rund mit der Bitrate. Ja, doch muss ich sein, noch dramatischer, noch nervenaufreibender. Ich baue doch nur eine Kiste ab, beziehungsweise versuche es aufzuschlagen, ja. Da kann ich aber nicht wie Kronk jetzt hier so. So gespielt daher sülzen, das geht in anderen Situationen aber nicht hier. Und wir haben ihn und wir haben Sprengpfeile und wir müssen was ablegen. Scheiße. Komm, die Rahmenwürfel zerlegen, von denen können wir immer wieder neue bauen. Also, das hat sich gelohnt. Ich muss aber schauen, habe ich dann alles für die Chemiestation schon zusammen? Das war ja verrückt. Aber ich muss auch schauen, dass ich dann das Hühnerfutter herstelle, wenn ich denn noch keins habe. Damit oben die schon mal loslegen können, die kleinen Scheißer. Sieht hier nicht so aus. Erstmal überall schnell stapeln. 45er ACP.
Die ACP kommt da rein. Dann einmal ganz normal stapeln. Neun mm und das ist die Punkt 3006. Schrot haben wir die ersten paar Schuss wieder gefunden. Kommen noch die Geschossspitzen hinzu, das Schießpulver und was ist das? Das sind Eisenbolzen, Steinpfeile, Eisenpfeile, so umsortiert. Da machen wir das hier hinten einmal hochkant. Das Eisen wird eingeschmolzen, das wird eingeschmolzen, das geht in die Autoteile. Die Säure brauchen wir für die Chemiestation. Die ist aber auch noch gesperrt. Ah, oh, verdammter Level Up. Aber wir hätten alles zusammen. Drei Töpfe haben wir. Wir haben den Messbecher, wir haben die Säure. Wir brauchen nur noch 100 Eisen. Die Rohre habe ich so oder so dabei. Okay, das bleibt alles also hier. Die werden verkauft. Angepasste Fittings, das ist eine Kleidungsmod. Habe ich noch irgendwo Kleidung, wo das reinpasst? Da habe ich nur einen Slot. Das ist schon belegt. Hm. Ansonsten kommt das Zeug einfach mal zu den Mods. Waffen. Eigentlich kann man Werkzeuge auch als Mini-Waffen sehen. Und apropos Werkzeuge, zweimal reparieren bitte. Reparieren, reparieren, reparieren. Und auch den einmal. Der Vorschlaghammer. Vielleicht eine Modskiste. Airbus brauche ich jetzt noch nicht. Da haben wir noch nicht genug zusammen. Magnum. Eine Zementmischerkiste. Die brauche ich, weil. Ich passt noch alles hin. Davon werden wir auch genug haben. Warte mal, aber irgendwo muss doch dann jetzt schon der Zement mit drin stehen. Ich habe den doch nirgends anders reingetan. Toolsmithing. Das sind normale Mods. Allgemeines Crafting-Material. Habe ich irgendwo noch was übersehen, was ich mal eingelagert habe? Der hier hinten ist durch. Der ist durch. Der ist leer. Nichts mehr drin. Nichts mehr drin. Und auch da nichts.
Die ersten Felder stehen. Ich muss noch mal rein, das erste Saatgut holen. Was soll es denn werden? Rezepte, ich mache jetzt schon mal Animal Feed. Da kommen 5 Stück. Der Rest am Mais geht eh wieder hier rein. Ist mehr als genug, was wir haben. Machen wir 2-mal Mais. 1-mal Kartoffeln. 1-mal Kaffee. Pilze bräuchte ich noch. Dann hätte ich schon alles für den Eintopf zusammen. Auch nichts, das war schon alles gelootet. Der ist kaputt. Achso, am Tag 7 wird er überall aufgefüllt. Warte mal, wir gehen mal runter, holen uns noch Muni. Die gelbe brauchen wir, die 556er. Die hier brauchen wir nicht mehr, das ist die aus der alten Waffe. Das ist eine 762. Noch eine neue Munitionsort. Aber runter damit. Eisen kommt rein. Und wir lassen nebenbei hier noch ein bisschen was einschmelzen. Töte. Giss es. Mittlerweile kann ich mich wehren. Hauptsache, das war auch die einzige. Ich habe Hunger, Visa. Okay. Wir gehen jetzt die Automaten erstmal ab. Da kriegen wir am schnellsten und einfachsten was. Bis dahin ist es auch hell genug, dass der Händler... Und wir haben noch das Animal Feed. Das erstmal noch rein, bevor ich das komplett vergesse. Oder muss man jetzt erstmal warten, bis die Eimer gelegt haben? Na, dann ist es anscheinend so. Wir haben eine Hühnchenration. Bitte doch. Vor Erbsen tun. Nicht vor. Eine Lammration. Eine Dose Nudeln, eine Dose Erbsen, eine Dose Thunfisch. Wir fressen uns jetzt erstmal den Wanst voll. Schauen wir hier drin noch mal nach. Da gab es auch noch 1-2 Sachen. Na gut, eine Sache nur. Das Katzenfutter. Der Abwurf. Ach ja, da war ja in der Wüste. Ach, nee, da renne ich jetzt nicht noch hin. Wir gehen zum Händler und schauen, was der hat. Vielleicht kriegen wir sogar noch was gekauft. Ja, für 1000 Jetons, ja, wird schwer.
Aber zumindest was aus dem Automaten fürs Futter. Und wir sind ein bisschen zu früh. Mit ein bisschen meine ich knapp eine Dreiviertelstunde. Ah, Kacke. Ich könnte doch versuchen, da drüber zu rennen. Ja. Und machen wir es dann doch noch. Unterwegs noch minimale Holz sammeln. Das ist ein bisschen möglich, das ja. Auf ganz einfache Weise. Ach, es klaut auf. Wunderbärchen. Bei der Ausflug in die Wüste könnte sich auch doppelt lohnen. Einmal der Abwurf, einmal noch Yucca-Früchte. Und vielleicht Aloe Vera. Plus eventuell noch Autofracks. Die sind gerne auch mal in der Wüste versteckt. Stimmt ja, das ist ja die erste Kiste. Von vor 2 Tagen. Hauptsache die Fracks, ja, haben auch was. Hey, sind komplett leer. Mist natürlich. Okay. Wir haben Glück, denn hier Wegpunkt. Ja, komm mal hier. Höhlensymbol. Ölschiefer. Geier sehe ich noch keine. Nur ein Evil Chicken. Ist es im Soundtrack oder höre ich hier irgendwo einen Kojoten? Ja, da! Du Lobbeutel. Oh. Wie habe ich den denn erwischt? Aua. Das tut doch schon beim Hingucken weh. So, und wo lag jetzt das Hühnchen? Hühnchen. Hühnchen? Ja, doch. Ja. Noch einen Schritt zurück, dann kriegst du eine Akupunktur. Ach, schade. So, aber da war noch eine Yucca-Frucht. Hier haben wir Blei. Und nicht wenig, hier ist ordentlich Blei. Blei? Nee. Der soll schon Blei heißen, der Wegpunkt.
Lieber erstmal mit dem Sniper. Nicht mit dem Sniper, mit dem Bogen. Zu hoch. Und der hat nicht gekillt? Jetzt flachs mich nicht. So, Yuka haben wir jetzt 14. Ich würde noch gerne auf 20 kommen, die da noch. Oh, da haben wir noch ein paar mehr auf einen Fleck. Und hier liegt auch noch mal Ölschiefer. Ja, komm, mach den Müll auf. Ja, zu spät, mein Junge. Wenn ich schon will, muss sterben. Und wieso leckt das denn auf einmal? Das kommt nicht durch die Verbindung. Nicht durch die Verbindung. Junge! Ich mag dich knusprig gebraten und zwar doppelt. So. Hol im Karton. Ich habe doch gerade noch. Aus der Entfernung eine Aloe-Pflanze gesehen. Da. Wie viel habe ich denn? 12 Aloe. Da kriege ich gerade mal einen Samen raus, oder? Rezepte, Samen. Ne, 2. Ich werde trotzdem gerne noch ein bisschen mehr Aloe hier finden. An Yukas habe ich gerade 72 zusammen. Das sind mehr als genug Samen. Das sind 14 Samen, mehr als genug. Mehr als genug. Da. Und da, dann haben wir 19. Kommt die noch und dann hauen wir hier ab. Hat gereicht für den Level Up. Vitamine, eine 4er Brustpanzerrüstung und Kunststoffsehnenmod. Aber hallo, einmal verändern. Die bitte rein, dadurch fliegen die Pfeile weiter und schneller, glaube ich. Dich werden wir tragen. Okay, da können wir sogar noch einen Doppeltaschenmod für Kleidung herstellen. Jo, nehme ich. Schmerzmittel, Antibiotika, was zu futtern und Altrüstung, also Alteisenrüstung. So, nun verkaufe ich die Alteisenrüstung. Hoho. Kürbiskäsekuchen. Der macht satt. Oder leckt das Spiel, weil ich jetzt einfach durch Gegenden renne, wo er noch generieren muss. Kann natürlich auch sein. Und ich renne jetzt in die total falsche Richtung. Einmal nach links. Und
Auf die Schnauze Express unterwegs. Jetzt muss ich mich nur umgewöhnen, was das Schießen mit dem Bogen angeht. Hab ich umgewöhnt. Komm her, du Mistvieh. Du wirst mich nicht nochmal überraschen, beziehungsweise nicht erst versuchen zu überraschen. So. Flugverbotszone. Wir können 10 Stück bauen. Ich nehme noch mit, was ich unterwegs jetzt finde. Damit sind wir mehr als gut ausgestattet mit Aloe Vera und Yucca. Sind wir denn ungefähr richtig? Ja. Der Ausflug hat zwar länger gedauert als geplant, aber hat sich doch gelohnt. Jetzt können wir die Felder so bestücken, wie ich es mir gedacht habe, beziehungsweise geplant habe. Yucca für was zu trinken, Kaffee für was zu trinken, das auch Ausdauer gut wiederherstellt. Das Bier brauche ich nicht unbedingt, Raufschaden muss ich sein. Was hast du denn jetzt Schönes? Eine Dose Schaum, eine Dose Lachs und zweimal Erbsen. Und seine Sachen sind alle wieder respawned. Na, was haben wir mit einer Stage von 13 jetzt so? Ein Klebeband. Okay. Die Werkbank. Haha, geschmiedeten Stahl und ein Fahrradlenker. Den Lenker könnte ich eigentlich verhökern. Den brauche ich ja nur einmal. Da drin war ja nichts gespawnt. Und die Schmiede. Wo waren die jetzt nochmal? Welcher? Fand ich so. Ah ja. Noch mehr Stahl, ein Amboss, Kohle. Ja. Jetzt geht das Craft noch schneller. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein Schmelztiegel. Wehe, du hast den im Angebot. Der hat zwei Batteriebänke.
Erstmal verkaufen wir den. Den brauchen wir nicht. Die könnten wir zwar einschmelzen, aber für 172 das Stück sind sie mir zu wertvoll dafür. Es gibt auch XP und Dukes. Was haben wir denn? Also mein Kram, der jetzt zuletzt drin steht. Ein Schraubenschlüssel auf zweier Stufe? Nein. Ist außerdem etwas zu teuer, muss ich noch irgendwelchen anderen Kram verhökern. Das war's schon? Ich hoffe, das Zeug hier hinten ist besser. Na klar, wir haben draußen den gefunden und der hat den hier drin. Das vergisst Elixier für 60.000. Magnumverstärkerband 3. Pechvogel. Habe ich 5 oder 6 Schüsse abgegeben. Der letzte Schuss in der Kammer verursacht den doppelten Schaden. Nee. Aber den Bauplan für eine Magnum für 2,4. Okay. Das ist traurig. 10 pro Barren kriege ich nur. Und hier kriege ich für alles, was ich habe, 300. Weil die Magnum ist aber schon ein gutes und geiles Ding. Aber mir fehlen die Waffenteile. Krieg ich die Magnum? Die kriege ich nur mit dem Bauplan. Scheiße. Darf ich dein Inventar sehen? Ja, da muss ich leider doch was verhökern. Klebeband, das bisschen bringt es nicht. Den Stahl, der ist zu wertvoll, den kann ich noch nicht herstellen. Da werden es doch die Patronen sein. Gut, muss ich halt Messing einschmelzen noch und dann sauber was herstellen. Fehlt mir dann nur das Schießpulver, das kriege ich. Aber das komme ich. Mann, aber an das komme ich auch noch ran. So, Bauplan Magnum. Fehlen mir noch 103. Kann ich noch was verkaufen? Hat kein Verkaufswert bei den Mengen. Bei den. Das hat aber Verkaufswert. Okay. 24 für einen. Warte mal, ich brauche. So, dann kann ich mir die auf jeden Fall kaufen. Geschmiedeter Stahl, da habe ich ja genug gerade gefunden. Klebeband, Handfeuerwaffenteile noch. Die kann man nicht herstellen. Ja, ich bin zufrieden. Hat sich heute mal wieder gelohnt. Jetzt noch schnell zurück zur Bude. Und dann sind wir für heute hier weg. Aber die Zeit fliegt 4 Stunden fast. Der Bogen fürs Lautlose. Das, die Schaufel brauche ich eher seltener. Bis zur 7 lasse ich es drin. Rezepte, hier stellen wir nochmal ein paar Pfeile her. Die ist leer. Ich schaue noch mal kurz, was mit dem Wagen hat. Ich habe solche noch nie abgesucht. Ist da überhaupt was drin? Nee. Alles klar. Dann muss ich mir mal später näher ansehen. In die Bude können wir eigentlich auch mal rein, um zu schauen, was wir alles rauskriegen können. Da sehe ich auch schon einen Karton. 2 Etagen von einem alten Gebäude. Plus Garage. Okay, das Ding ist riesig. Okay. Was war denn?
Gibt wohl irgendwelche Bugs mit den Grafikeinstellungen. Auf jeden Fall haben wir hier genug Holz jetzt rumstehen. Junge, wo? Junge, zu weit entfernt. Wir können die uns holen, wenn wir hier den Auftrag machen. Vielleicht auch dann dort. Ja, aber nicht jetzt. Zudem habe ich doch noch das hier dabei. Mal schauen, ob ich die jetzt füttern kann. Hallo. Auf jeden Fall das richtige Zeug, was ich dabei habe. Einmal alles rein. Nein, einmal so. Okay. Wir werden uns erstmal. Da kommen gleich alle 8, die wir eigentlich geplant haben. Und da auch. Der Rest kommt dazu. So, wir waren gerade Supply. Das ist nicht. Ja, wobei, ich kann die Hacke mit hier reinpacken. Kann mir dafür eine ganze mitnehmen. Genau, in die Schmiede kommt der Amboss noch rein. Dafür habe ich nichts. Futtern. Jetzt schon verbrauchen. Komm. Das Klebeband. Tun wir da mal rein. Das Dosenfutter kommt aber erstmal hier hin. Der Sand. Ja, doch. Die leere Dose zur Chemie. So, damit sind wir jetzt wirklich durch. So, dann schauen wir mal. Ja, Timo ist nicht mehr online. Ist ja auch 12:30 jetzt. Mitten in der Nacht. Wie es aussieht, werden wir heute mal ohne Wait den Stream beenden. Dann sage ich schon mal danke, dass ihr dabei wart. Wie immer gibt es natürlich das Video, den Stream als VOD auf YouTube. Wann der nächste Stream von 7 Days kommt oder allgemein der nächste Stream, keine Ahnung, ist bei mir eine spontane Sache. Ansonsten wünsche ich noch eine gute Nacht oder wann auch immer ihr das Video geschaut habt und bis zum nächsten Mal. Außerdem kann ich jetzt mal sagen, ich nutze mal die Szene, die ich hier eingerichtet habe. Muss ich erstmal auf Pause und ja. Ciao. Boxes, Storage Boxes. Hallo? Durchgangsverkehr? Demnächst verlange ich Zoll. Was? Der ist tot. Ja, genial. Ruhe im Karton oder ich steck dich hinein. Den Sprung. Warte mal, das muss ich selber. Das muss ich klippen. Doch. Merkwürdig. Vorsicht! Ich wollte jetzt auf den Blick fest gegen die Brücke. Ich sag mal, Austin Power Style. Hat das Ding keinen Rückwärtsgang?
Und? Wow, okay. Okay, der ist gut. Der ist zu gut. Bye. Have a great time. Frisst du Strom, du Schrotthaufen? Ah, fast. Jetzt aber. Hä? Lass mich doch verarschen. Wieso hatte der denn jetzt mehr Schaden gemacht? So, so geht's. Aha. Oder Chill-Lounge, genau. Die Sitzplätze. Mit so kleinen Ball. I believe I can fly. Wow, mich. Ja, warte mal. Das machen wir mal. So, dann kriegen wir wenigstens ein bisschen überschüssigen Schaden in den nächsten Schuss. One-Shot-Phase. Tanzen wir. Feindkontakt. Ich leg mich alle Einheiten zu diesen Koordinaten. Sofort. Ich sag nichts. Hier Zentrale. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Umschleicht. Nervt manchmal. Aber hier ist anscheinend eine verkehrsberuhigte Zone. Weil jetzt gibt er Gas auf 50. Hallo Geisterstadt, das wollten wir doch eigentlich vermeiden. Ja. Wie sieht sie aus? Jo, die spawnen wieder. Woo! Jo! See ya! Woo! Yeet! Out of the map! Das ist es wert. Ja, er ist down. So schnell geht das doch. What? Ja. 6,5 Stunden später. Was? Ich steig die ganze Zeit nur in die Luft. Zweiter Tag. Bin ich verpackt? Hilfe! Dritter Tag. Ich glaube, ich hab das Spiel kaputt gemacht. Eine Ewigkeit später. What the hell? Ich bin im Siegflug. Gaming-Wohnbereich. Eine Chill-Lounge. Oder Chill-Lounge, genau. Die Sitzplätze. Mit einer kleinen Ball. Wow, mich legt's. Und ich stehe wieder. Und? So muss das. Und Punktlandung. Oh, what the fuck ist da passiert? Ich fliege irgendwie 100 Meter durch die Luft. Keine Ahnung. Aua! Das geht ja. Das geht ab hier. Nein,